Ja, wunderschönen guten Abend zusammen hier im. Ja, wir haben einen wunderschönen sonnigen Tag hier gehabt. Der Frühling ist da und ja, was erwartet uns heute? Der Frühlingsabend wird ausge. Oder ja, wir beenden diesen Frühlingsabend mit wunderschönem Motorsport, Sim-Motorsport bei der VRTCC. Heute hier in Estoril und ja, wieder fit und an Bord. Nils Zehnpfennig und Chris Giltjes. Guten Abend, Nils. Hallo, seid gegrüßt. Ja, wie gesagt, VRTCC, dritter Lauf. Wir haben bisher zwei wirklich recht interessante Läufe gesehen. Vergangene Woche oder vergangenes Mal, vor 2 Wochen mussten wir uns ein bisschen kurz fassen, waren beide gesundheitlich angeschlagen. Das ist lange, lange, lange vorbei. Wir haben wieder die Multivitamintabletten genommen und die helfen uns beiden sehr, sehr gut. Und ja, wir freuen uns heute wieder hier einen Stream präsentieren zu dürfen von der VRTCC. Und erwarten heute, ja, nur interessantes, gutes, tolles Rennen auf einer sehr, sehr interessanten Strecke. Aber ich glaube, du hast dich ein bisschen genauer mit der Strecke befasst und kannst uns da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen, was uns hier heute erwartet. Ja, wir haben natürlich echt wirklich was gut zu machen. Also vor 2 Wochen, das war nicht wirklich beeindruckend. Also wir waren nicht so wahnsinnig gut drauf. Die Kameraeinstellungen waren nicht wahnsinnig gut drauf. Der Stream-Server war nicht wahnsinnig gut drauf. Also alles, sagen wir mal, kleine Ausrutscher. Hoffentlich alles vergessen und ja, erledigt. Heute geben wir richtig Gas. Heute werden zwei super Rennen hier übertragen, bin ich ganz sicher. Ja, wir befinden uns in Estoril. Zu der Strecke können wir gleich im freien Training noch ein bisschen was sagen. Ja, ihr seht dann die beiden hübschen Ladies hier auf der Strecke, die sind darauf zurückzuführen, dass ich mit David Reinke, der hier die Folien vorbereitet, Admin der VRTCC, geschimpft habe, dass seine Folien doch etwas arg langweilig seien, auch wenn die Carbon-Designs ganz hübsch sind. Da habe ich gesagt, nee, also irgendwas musst du da mal drauf machen, wenigstens ein paar Babes oder so. Und was macht da? Ein paar Babes drauf. Vielen Dank, David, haben wir alles was zu gucken. Sehr schön, so brauchen wir es. Ja. Estoril selbst. Estoril selbst, ja, eine relativ enge Strecke, die wir auch noch ganz gut kennen. Zwar nicht aus der VRTCC, weil da sind wir so etwas länger nicht gefahren, aber wir hatten ja das Zwischenevent, sprich das Best of aller Rennligen, wie auch immer man es nennen will, Race of Champions. Da sind wir Estoril gefahren und das waren schon zwei super Läufe. Und von daher bin ich mir durchaus relativ sicher, dass wir auch hier heute Abend zwei spannende Läufe erleben werden. Auf jeden Fall. Das sind auch Läufe, da muss sich nicht jeder besonders darauf vorbereiten. Die kann jeder aus dem FF. Trotzdem werden sich die Teams da natürlich dementsprechend vorbereitet haben. Und wo wir gerade bei vorbereitet sehen, sehen wir hier auch ja die Fahrerwertung, die Einzelwertung. Ich würde sagen, wir gehen sie trotzdem mal kurz durch. Die Top Ten, das ist zum einen ja das Urgestein der VRTCC, Michael Bräutigam. Ja. Viele werden es wissen, aber noch nicht alle. Deshalb sagen wir es hier auch nochmal Bounty Racing. Das ist das ehemalige HP Racing. Der Michael hat natürlich nicht das Team gewechselt, sondern ist jetzt hier für Bounty Racing am Start. Die Jungs haben sich umbenannt. Ja, 27 Kilo und er ist einfach Erster. Sehr, sehr problemlos bisher. Hat wirklich einen sehr, sehr guten Saisonstart gehabt. Gefolgt vom aktuellen Meister Hannes Federer. Gleiches Team, auch Bounty Racing. 25 Punkte dahinter, das ist noch nicht so viel, allerdings schon ja, mehr als man erwartet hat, wahrscheinlich zu diesem Moment. Hannes allerdings mit deutlich weniger Kilos, mit 8 Kilo. Ja, dann der Vizemeister der vergangenen Saison, Marcel Wernicke. In dieser Saison geht Marcel Wernicke immer noch für B3 Racing, die aber eine Kooperation mit RaceStar haben. Das heißt, B3 RaceStar das Team. Also Wernicke hier auf dem dritten Platz, gerade mal 5 Kilo an Bord. Zusätzlich natürlich kommen bei allen Fahrzeugen noch die sogenannten Kompensationsgewichte. Ja, auf dem vierten Platz wieder Bounty Racing, Markus Liebenstein. Auch bisher wirklich relativ, ja, wie der Markus eigentlich immer fährt, wirklich konstant gut, aber sehr unauffällig. Trotzdem vierter Platz hier in der Gesamtwertung. Timo Wurps, überraschenderweise Bounty Racing auf dem fünften Platz, hat nur 9 Kilo an Bord auch. Danach Norm Tuchel, B3 RaceStar auf der 6, auf der 7 Georg Kiefer mit seinem ja noch sehr, sehr geliebten Volvo RaceStar geht er an den Start. Dann Thomas Kiefer, wie gesagt, die beiden Brüder finden sich immer wieder auf der Strecke und in der Gesamtwertung hat 6 Kilo weniger als der Bruder Georg. Dann Michael Schöttler. Der, ja, von dem erwarten wir eigentlich noch ein bisschen mehr. Der Michael kann da sicher nicht mehr, hatte sehr viel Pech. Vergangenes Rennen hat er dieses Quali-Jahr-Unglück. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Die Interviews sind ja leider ausgefallen. Mal gucken, was da in diesem Rennen jetzt zu erwarten ist. Und die Top 10 abrundet Thomas Ettig für RS Racing.
Ja, Thomas Ettich, der nach dem ersten Rennen noch Führender war. Also wir haben jetzt im Grunde den dritten Führenden nach dem dritten oder zum dritten Event. Nach dem ersten Event hat Thomas Ettich geführt, dann war es Marcel Wernicke und jetzt ist es Michael Bräutigam. Da kann man mal gespannt sein, wie es weitergeht, ob es vielleicht nach diesem Meeting hier Hans Fletterer sein wird. Ja, gehen wir mal auf die Teamwertung ein kurz, schauen uns an. Bounty Racing, Chevrolet 1 dominiert. Auf jeden Fall mit 16.635 Punkten vor Bounty Racing Chevrolet 2, diesem 43 Punkten dahinter. Das ist nicht so viel. Allerdings muss man sehen, aha, auf 3, nämlich das B3 Racestar Team, heute bereichert um Philipp Eng, den wir schon vermisst haben, die ersten beiden Events. Und da sind es schon 121 Punkte. Das ist also schon eine gewisse Hausnummer. Dann auf P4 RS Racing Team VW mit 225 Punkten. Racestar Volvo, sprich die Kiefer-Brüder, auf P5 vor GRN1 auf P6 und PMS Audi ist auf dem 7. Platz. Auf der 8. Position SF Motorsport, auf der 9. Killerfish Racing und auf Platz 10 RS Racing Team Honda 1. Ja. So, dann können wir eine Information noch nachreichen. War die Aufsteiger. Roland Mittag ist wieder mit dabei. Dann meines Erachtens ein neuer Fahrer, korrigier mich Chris, Danny Giusa. Ich habe den Namen zumindest noch nicht bewusst gehört, kann mich oder mindestens nicht daran erinnern. Und dann auch dabei Stefan Bierwirth, der eben angesprochene Philipp Eng, der im ersten Event fehlte, im zweiten dann in Grid 2 gefahren ist, aber aufgestiegen ist und jetzt hier mit dabei ist. Und meines Erachtens ebenfalls neu mit dabei Thomas Braun. Ja, ich kriege auch gerade die Informationen aus dem Chat, wozu ich auch wieder jeden einladen möchte, denn da ist es immer sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Und wie wichtig er ist, sieht man gerade. Also Michael Schöttler hat gerade gesagt, er ist leider heute nicht am Start. Und zwar gibt es da Internetprobleme bei Michael. Ja, sehr schade, Michael. Wie du schon sagst, da können wir nicht so viel erwarten von dir heute. Allerdings gehe ich davon aus, dass wir das dann im nächsten Rennen spätestens machen werden. Die VLCC bietet ja sogenannte Streiche vielleicht oder beziehungsweise Provisionals. Das heißt, man hat nicht unbedingt einen Nachteil, wenn man da nicht an den Start geht. Und ja, es ist immer sehr gut. Denn das sind ja hier alles keine Profis. Ja, und von daher glaube ich, ist das nicht das Problem. Ja, also nicht mehr mit dabei, ansonsten heute nicht dabei, was natürlich sehr ärgerlich ist für mich und Schöttler. Ebenfalls nicht dabei Andreas Mayer, Raoni Wenzel, beziehungsweise abgestiegen. Andreas Mayer, Raoni Wenzel, Frank Fries, Tobias Stolp und Ronny Leupold. Heute abgesagt haben Ronny Fiebig, der Mitaufsteiger. Nein, das war Roland Mittag, Entschuldigung. Danny Giusa, der ist auf jeden Fall mit hätte dabei sein können im ersten Grid. Und Stefan Glötzel. Und wieder mit dabei sind David Reinke, der in der letzten, beim letzten Event aussetzen musste, und Björn Zielke. Ja. Ja, was wir vielleicht noch erwähnen müssen, wir sehen hier ein ja, neues Gewand bei MultiBC. Also ihr seht jetzt hier unten ein wesentlich besseres ja, Ergebnis. Man sieht jetzt hier wirklich vom Platz 9 bis theoretisch 24, wenn dann 24 am Start gehen würden. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Vielfalt. Ich glaube, das Bild ist wirklich ja, überragend, finde ich es. Die Qualität ist wirklich aller Ehren wert. Ja, diese kleine Umstellung war auch vergangene Woche oder vergangenes Rennen vor 2 Wochen so ein bisschen unser Problem. Allerdings, ich denke, das war es wert. Das kann man nicht anders sagen. Also eine wirklich grandiose Qualität, Bildqualität immer besser. Die Soundqualität kriegen wir nicht besser hin, denn wir sind nun mal hier am Headset. Da können wir nicht viel dran ändern. Wir geben uns aber größte Mühe, unsere Qualität dieser jetzt wirklich überragenden Bildqualität anzupassen. Oder was Genau, das planst du heißt, wir so, Nils? schweigen. Ja, genau, wir sagen nichts, wir werden das hier einfach, genau. Nee, da kommt er so leicht, kommt er uns nicht ran, den schönen Ton könnt ihr runterdrehen, uns werdet ihr trotzdem dann nicht ganz los. Möchtest Ja, du schauen wir vielleicht uns die was zur Strecke Strecke? mal. Ich wollte gerade Genau. sagen. Wir schauen uns die Strecke mal was genauer an. Jetzt sind wir bei Thomas Ettig fast ein bisschen spät. Schauen wir mal, ob wir einen anderen Fahrer haben, der sich noch vor der Startziellinie befindet. Timo ist zu weit, Gabriel ist unterwegs, der ist mitten unterwegs. Roland Mittag, wenn er noch eine Runde fährt, er ist nämlich jetzt im letzten Teilabschnitt. Wenn er noch eine Runde fährt, hoffen wir mal darauf, gucken wir uns mit ihm zusammen die Strecke mal an. Also, wir haben ja letztendlich das Ganze vor, die es gesehen haben, vor wenigen Wochen war das sogar, das müsste Anfang Januar gewesen sein, die Strecke schon mal vorgestellt. Ich mache es gerne hier heute nochmal. Wir befinden uns also in Estoril, Portugal. Hier geht es über die Start-Ziellinie. Die Strecke ist auch für die Formel 1 offen gewesen. Heute fahren letztendlich nur Motorrad und Tourenwagen da. Und Roland Mittag verlässt die Runde. Das ist danke für nichts, sage ich mal. Schauen wir mal, Stefan Bier wird es leider auch ein bisschen weit.
unterwegs. Da schauen wir mal. Adrian Kuss ist unterwegs mit seinem wunderschönen Lada. Vielleicht bleibt er auf der Strecke und dreht uns noch eine Runde mit. Schauen wir mal, wenn er die erste Kurve fährt, fährt er den nächsten vielleicht auch. Das sieht gut aus. Diese Kurve wird nämlich gefahren im zweiten Gang, wird früh und hart rausbeschleunigt, hoch in den dritten Gang, in den vierten Gang. Dann geht es hier entweder zurück in den dritten Gang oder manche bleiben sogar im vierten, um sich hier weit raustragen zu lassen. Beschleunigen hier nochmal ganz hoch, bremsen dann hier hart runter bis in den zweiten Gang. Manche sind hier sogar im ersten Gang. Hier darf man, auch wenn es verlockt, nicht zu viel Gas geben, muss hier kurz hoch beschleunigen in den dritten Gang, geht dann direkt wieder runter in den zweiten Mittekurve, weil die richtig zumacht, sogar in den ersten zurück, bleibt schön weit in, beschleunigt dann schön außen auf dem Randstein, hat Adrian sehr gut gemacht hier, beschleunigt hier die Gerade, die einen leichten Rechtsknick hat, komplett hoch bis in den letzten Gang. Um hier hart anzubremsen, in dem Moment, wo die Unterführung kommt, die wir nämlich jetzt sehen, beziehungsweise dieses Gitter. Dann wird hart runtergebremst in den zweiten Gang. Hier muss man versuchen, relativ weit innen zu bleiben. Lässt sich jetzt eigentlich ein bisschen raustragen, um hier früh Gas zu geben. Adrian fährt eine etwas andere Linie. Beschleunigt hier hoch bis in den fünften Gang, um hier hart runterzubremsen und runterzuschalten bis in den zweiten Gang. Fährt die Rechtskurve komplett im zweiten Gang. Beschleunigt hier auf den Curb schon in den dritten hoch. Geht hier in den vierten Gang, um jetzt in den dritten Gang zurückzugehen und hart anzubremsen in den zweiten Gang, auch wieder die meisten in den ersten. Hier eine ganz schwierige, gemeine, enge Schikane. Hier hat sich Coulthard und Häkkinen mal berührt in der Formel 1 im ersten McLaren-Jahr. Dann wird hier hochbeschleunigt, zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang sind schon runter in den dritten wieder, um dann jetzt hier die Rechtskurve, die ganz tricky ist, die auf die Startzielgerade führt. Hier möchte man eigentlich nicht lupfen, aber das Auto untersteuern, untersteuern. Wir sehen es hier wunderbar bei Adrian Kuss, der in dem Moment auch mehr oder minder die Runde hier verbockt. Aber wir hatten ein wunderschönes Bild, konnten nämlich sehen, hier ist die letzte Kurve auch fast die schwierigste des gesamten Kurses, weil man hier eigentlich alles verlieren kann, was man vorher in der Runde gewonnen hat. Ja, ich habe ja jetzt mal wirklich miterleben dürfen, das an, als Hintergrundinfo an unsere lieben Zuschauer. Und Downloader, was sind ja auch Zuschauer. Ja, ich habe wirklich eins zu eins live miterlebt, wie Nils Zehnpfennig sich wirklich auf diese Runde vorbereitet. Also viele denken vielleicht, er macht das so aus dem Stegreif. Ja, das würde er wahrscheinlich hinbekommen, aber also es ist wirklich beeindruckend, wie viel Nils da die Arbeit reinsteckt, euch diese Runde präsentieren zu dürfen. Das kommt immer nicht so rüber, Nils, und deshalb auch hier nochmal einen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Schauen wir mal. Wie sieht es denn hier aus? Also gucken wir uns mal die Wertung bis jetzt an. Thomas Ettig mit einer 1,45,9. Das ist noch nicht so wahnsinnig schnell. Wenn wir schauen, dass der Streckenrekord hier innerhalb der Trainings bei 1,44,9 lag. Da ist also noch gewisse Luft, muss man sagen. Ich denke, dass zur Quali da auch mit Sicherheit noch was gehen wird. Zumal die Strecke, so schwierig wie sie ist und so kompliziert wie sie zu fahren ist, eigentlich nicht sehr abfluggefährdet ist. Das heißt, man kann hier relativ viel riskieren. Wenn es halt schief geht, hat man halt eine unglückliche Runde hingelegt, hat vielleicht eine halbe Sekunde verloren. Aber so eine richtige Chaos-Sekt- oder Seltas-Runde gibt es hier eigentlich nicht. Also eine Runde, bei der man wirklich alles verliert und möglicherweise von ganz hinten starten muss. Da muss man sagen, ist Estoril eigentlich ganz brauchbar. Also hier kann man für die Superpole schon ein relativ hohes Risiko eingehen und mit dieser einen Runde wirklich ja das raushauen, was rauszuhauen ist. So, gucken wir mal. Gehen wir mal durch. Thomas Ettig ist im Moment auf der 1, Markus Liebenstein auf der 2. Es sind noch 3 Minuten zu gehen. Timo Wurps, Tommy Wirps ist auf der 3 von Norm Tuchel auf dem ersten heckgetriebenen Fahrzeug hier unterwegs, beziehungsweise nicht ganz von Markus Liebenstein. Oder hat er... Genau, Max Liebenstein, natürlich habe ich verwechselt. Ebenfalls mit Fronttriebler unterwegs. Timo Wurps ist auf einer absoluten Bestzeit. Marcel Wernicke auf der 5, vor Hans Fledderer, dann René Beitz, der im Moment mit einer absoluten Bestzeit hier aufhorchen lässt. Auf der 7 vor Gabriel Fürstner, David Crocker auf der 9 mit einer persönlichen Bestzeit unterwegs vor Thomas Kiefer, wieder bei seinem Bruder Georg Kiefer und Roland Mittag. Dann weiter hinten, das ist echt schön, die neue Übersicht, ich genieße sie sehr. Müssen wir weniger schalten. Auf der 13 Stefan Bierwirth vor Michael Fayer. Dann erst Michael Bräutigam, der wahrscheinlich noch kein Quali-Setup probiert hat und dann auch als in Rennabstimmung unterwegs ist. Vor Adrian Kuss im Moment auf der 16. Und dann hinter Wolfgang Dieterich auf der 17. Vor Philipp Eng auf der 18. Da muss auch noch was gehen. Björn Zielke auf der 19. Thomas Braun, der Aufsteiger, auf der 20. Tom Leiteritz auf der 21.
Ja, man sieht gerade den Honda Accord. Der Honda ist wirklich ein Exot geworden. Ne? Ich meine, er war ja mal wirklich ein sehr, sehr viel gefahrenes Auto. Jetzt ist er dann doch eher selten im Feld. Das stimmt, das ist eine aussterbende Rasse. Wobei das, ja, also der TDI war eine Zeit lang angesagt, weg. Der Peugeot war eine Zeit lang total beliebt, gerade bei dir, wenn ich das weiß. Du bist in ja mehrere Saisons gefahren und auch erfolgreich gefahren, in erster Linie aus Designgründen. Auch weg. Dann der Scirocco, haben wir letztes Jahr gedacht, Wahnsinn, in Zukunft nur noch Sciroccos unterwegs. Weg würde ich nicht sagen, aber richtig viele sind auch nicht mehr unterwegs. Ich müsste gucken, was der Philipp Eng jetzt so fährt. Der fährt, glaube ich, auch BMW, ne? Der hat auf den BMW gewechselt, ist also auch weg vom Scirocco. Da sind nicht mehr so viel übrig. Thomas Ettig war die noch. Und dann wird die Luft schon dünn. So richtig wahnsinnig viel mehr Ich fallen mir da im denke, Moment nicht ein. ja, ich denke, das ist so ein bisschen die Schuld, wobei Schuld das gar nicht in negativ gemeint ist, Schuld der Admin-Schaft der VR oder alle anderen Admin-Schaften, auch diverse anderen liegen, weil man natürlich versucht, man versucht natürlich, die Autos fair zu machen. Und ich bin immer der Meinung, ich bin ein Verfechter meiner Meinung, logischerweise, dass man das einfach nicht hinbekommt. Und dass man wahrscheinlich dann im einen oder anderen vielleicht mal den einen oder anderen Kilo zu viel oder das eine oder andere Kilo zu viel ins Auto packt und von daher eher uninteressant wird. Das sieht man beim TDI, das sieht man bei vielen, vielen, vielen Autos, wo es nie gelungen ist, bei dem alten C30, den hätte man so viele Kilos reinpacken können, wie man wollte, der war einfach wirklich einfach mal zu stark. Diese Cruise-Diskussion, wie gesagt, wir führen sie hier sicherlich nicht weiter, weil das führt ja einfach zu nichts. Und ich denke, da die Erdmannschaft macht das immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber man kriegt es einfach nicht perfekt hin. Das ist so ein bisschen das Manko vielleicht an Races 07 bzw. an der Tourenwagengeschichte oder auch bei allen anderen Fahrzeugen. Man kriegt es sehr, sehr schwer gleich hin, denn oftmals sind natürlich die besseren Fahrer, wo es immer so wirkt, ob die Autos besser sind und so weiter und so weiter. Und die Vorbereitung, man darf natürlich auch nicht zu viel bestraft werden, aber ich glaube, das ist auch ein Grund, ja, warum das immer wieder so ändert, ja. Ja, es ist wirklich, es ist gewisser Hinsicht wirklich eine endlose Diskussion, an der wir uns eigentlich auch nicht beteiligen wollen, weil A, wollen wir keine Politik machen und B, haben wir in der Vergangenheit nicht erfolgreich Politik gemacht, wenn wir gedacht haben, da äußern wir uns mal zu, da ersparen wir es uns einfach. Gucken wir uns kurz viel mehr interessant die Sitzung an, es ist trocken, also alles im grünen Bereich. Jetzt, wisst ihr, kommt eine etwas stressige Phase für alle Beteiligten, zumindest für das Streamteam, weil nämlich mit der Superpole nur eine Runde zu sehen ist und wir deshalb sehr viel mit dem Zeitentableau arbeiten müssen, weil sich hier sehr viel bewegt. Auch hier hilft uns das Zeitentableau natürlich wirklich ganz hervorragend weiter und einfach schauen müssen, wer fährt wann raus, wer ist wann unterwegs und welcher mögliche Pole-Sitter ist hier ganz vorne mit dabei. So, ich bekomme gerade aus dem Chat den Hinweis. Vielen Dank dafür. Marc Fangmann, unser Lieblingszuschauer und Chat-Chatter, hat mich darauf hingewiesen, dass es so eine noch andere Sichtweise inzwischen gibt für die Zeiten. Die ist auch sehr interessant, nämlich die Formel 1, sogenannte Formel 1-Ansicht. Vielen Dank für den Hinweis, Marc. Auch nicht schlecht, allerdings tue ich mich hier im Moment ein bisschen schwer mit den Namenabkürzungen. Also auf der 7 HPF Hannes Fletterer erkenne ich noch. Thomas Ettig, ja, wenn man es weiß, kann man es interpretieren. Tewu könnte Timo Wops sein. Timo Wops, genau. Ich weiß Sehr immer, bei schön, diesen nicht Sachen ist schlecht. MSC Michael Schumacher. Genau. Aber der fährt hier heute nicht mit. Richtig. Was sie auch nur MSC genannt haben, weil es ja ein RSC gab. Ansonsten wäre es Sch gewesen. Ja. Danke So, David dafür. Kocker ist der Erste, der unterwegs ist. Schauen wir mal nochmal vorne rein. Da warten die Jungs. René Beitz ist auch unterwegs. Thomas Ettig auch. René Beitz, ja. Wir bleiben mal bei David, weil er deutlich weiter ist. Ja, unser Gucken Ziel mal, wie eigentlich sich immer das den hier. Tabellenführenden zu nehmen, der klappt einfach nicht. Da haben wir uns gute Gedanken gemacht. Allerdings, das hat natürlich auch was damit zu tun, wenn derjenige rausfährt und jetzt die ganze Zeit an ein Auto Richtig, wir anzugucken, sehen was ja in der Box ist. an der gelben Nummernschildchen, dass René Beitz, Fürstner, Crocker und Birwirth und jetzt auch Roland Mittag im Moment alleine unterwegs sind, sprich anders ausgedrückt, Bräutigam steht. Und solange der junge Mann steht, können wir hier bleiben. So, los geht's auf der Startzielgeraden. Seine erste Runde wird eingeläutet, beziehungsweise seine erste und seine letzte, um genau zu sein. Hat nur diese eine Chance und schauen wir mal, was er draus macht. Ob er schon in der ersten Kurve hier alles verbockt oder ob hier alles
hinten gut aussieht. Das sieht eigentlich am Eingang sehr gut aus. So, das sieht alles noch wirklich sehr gut aus bei ihm. Also eine sehr saubere Linie. David Crocker ja generell wirklich ein sehr, sehr konstanter, guter Fahrer. Geht immer so ein, oder oft so ein bisschen unter, weil er halt einfach auch so eher zu den Stilleren gehört. Ist noch nie im Interview gewesen. Auch im Forum, sagen wir mal, zurückhaltend. Grüßt den einen oder anderen mal zum Geburtstag. Aber ansonsten ein reiner Fahrer, sagen wir mal. Ist wirklich faszinierend. Ich wünsche mir hier persönlich von dir, David, wenn du dir den Stream mal anschaust, komm doch mal in den Interviews danach. Sag doch also, mal Hallo. Also du hoffst also, dass er nicht nur ein Fahrer, sondern auch ein Gucker ist. Das hoffe ich, dass er sich den Stream auch anschaut, ja. Ansonsten jemand, der jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, der den David Crocker kennt, möge ihm doch sagen, er soll mal ins Interview kommen. Genau. Ja, so, Wernick ist jetzt auch unterwegs, Norman Tuchel ebenfalls, auch Thomas Ettich. Das heißt, wir springen gleich mal von David Crocker zurück auf René Beitz. Das ist nämlich der, der als Nächster auf der Strecke war, um dann einfach die Position durchzugehen, im Idealfall keinen zu verpassen, um hier Pole Position die mögliche, auf keinen Fall uns durch die Lappen gehen zu lassen. Ich hatte vorhin angesprochen, wie gut du dich vorbereitet hast. Was ist hier eine richtig gute Zeit? Also die absolute Topzeit, die gefahren wurde, ist eine 44,9. Mhm. Also 1,44,9. Jetzt gerade war es eine 1,45,9. Wir sehen bei Stefan Bierwirth mit einer 1,46,6. Das, sagen wir mal, geht so. Allerdings David Crocker, schauen wir mal. Jetzt auf ein 1,45,8. Das ist schon deutlich besser. Und jetzt gucken wir mal, René Beitz ist jetzt gerade hier in dieser engen, fiesen Schikane, ob er sich hier auch nach ganz vorne bewegen kann. Springen dann mal zu Gabriel Fürstner, der auf einer absoluten Bestzeit unterwegs ist, in der Hoffnung, dass Gabriel Fürstner auf der Strecke hinter René Beitz ist. Wenn nicht, haben wir natürlich die A-Karte. Aber nun gut, das ist Teil der Super Bowl. Sieht aus, als wäre, würde er die letzte Kurve ganz gut treffen, war fast ein bisschen konservativ, ist also noch nicht, in Anführungsstrichen, nicht mal auf die Curbs gekommen, aber sieht nach einer sauberen Runde aus und ist auf die 2, weil Stefan Bierwirth, nee, beziehungsweise jetzt Björn Zielke auf die 3 vorgefahren ist. So, und jetzt so langsam wird's ernst, komme was wolle, wir müssen uns mal anschauen, was Marcel Wernicke macht. Hat aber nur einen minimalen Vorsprung. Wir müssen auch mal gucken, wie es rund um Bräutigam aussieht. Wie findest du denn so das Auto, das Design? Inzwischen fantastisch. Michael Bräutigam steht immer noch wieder. Ich dachte eigentlich, er hätte vorhin, wenn ich ehrlich bin... Ja, hoffen wir mal, dass der da nicht das Problem hat. Also ich hatte auch das Gefühl, er wäre rausgefahren, aber wahrscheinlich noch nicht. Schauen wir mal, auf welche Position sich Gabriel... Gabriel kann sich auf die 1 schieben, mit der 1,45,6. Da hatten wir gerade das Glück, dass wir wirklich an der richtigen Stelle da waren. Und jetzt gehen wir den weiten Weg zurück im Feld zu Marcel Wernicke. Ja, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Was fallen uns denn noch für Witze rund um dieses Auto ein? Vielleicht ja gut, aber der Chat uns da ja helfen. Also irgendwas, aber das ist mehr so ein Elefant und Giraffe, oder? Oder ich meine Maus und Giraffe, oder? Also irgendwie ist das... Batman-Figur, die sich, oder zumindest bei Marvel Comics, eine Figur, wo man den einmal das Gesicht hat und einmal das Gesicht? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Marcel hat aber jetzt schon relativ starken Rückstand. Also 3/10. Pole wird das definitiv nicht mehr. Also die Zeit von Gabriel Fürstner ist durchaus wirklich schon ganz gut. Ich würde sagen, wir gucken mal, was Norman macht, weil bei Marcel wird es maximal P4, würde ich sagen, wird es bei Marcel zu sehen. Genau, fährt er auf die P4. Schauen wir mal, wie sich Norman im Moment anstellt. Adrian Kuss ist all dieweil auf die 11 vorgefahren. Genau, Dr. Jekyll und Mr. Hyde hilft uns gerade, Marc Fangmann. Vielen Dank dafür. Genau. Aber was ist was? Na, lassen wir das. Bei Norman ist es wirklich weniger auffällig, muss man sagen. So, jetzt gucken wir mal im hinteren Bereich. Bräutigam ist auf der Strecke, Thomas Kiefer ist auf der Strecke, Georg Kiefer noch nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, was Norman hier macht. Das sah ganz okay aus, aber ich denke, es ist ja im Umfeld von Marcel Wernicke, ganz vorne wird es hier auch nicht reichen. Und dann schauen wir mal, also die komplette Crew von Bounty Racing. Thomas Ettich auf die 2. Norman Tuchel kann sich doch mit einem guten letzten Sektor noch nach weiter vorne schieben, ist also jetzt auf der 2 hinter Gabriel Fürstner. Mit einem relativ geringen Abstand. Ja gut, das muss man allerdings natürlich sagen, Fledderer, Wurps, Liebenstein, die Jungs wollen erst später fahren. Also das muss man ja sagen, da wird wahrscheinlich noch was kommen. Also ich glaube nicht, dass sie sich so geschlagen geben und wirklich da irgendwo im Mittelfeld rumdümpeln werden. Aber ich denke mal, wir werden es gleich sehen. Philipp Eng ist auf der 11 gelandet.
Ja, und hier ist Totenstille. Da, Liebenstein ist unterwegs, Wurps ist unterwegs, Fledderer ist unterwegs, Kiefer ist unterwegs, beide Kiefers, Leiteritz und Bräutigam auch. Ich würde Dann sagen, wir bleiben wir bei bleiben im Michael, oder? Meisterschaftsführen. Genau. Genau, ja. Der geht jetzt auf seine Runde. Da Ziel. Und wir gehen aber mal im Zeitentableau. Nein, wir Wir bleiben im sind Moment noch übrigens, hinten, weil wir da die absoluten Bestzeiten sehen können. genau, wir sind gewichtsneutral. Das heißt, nur weil wir eben auf dem Dach sitzen, da passiert nichts. Wurde getestet. Genau, wir schweben. So gut wie. So, Michael Bräutigam hat, wir rufen uns das nochmal in Erinnerung, mit 27 Kilo das Abstand meiste Zusatzgewicht, ganz klar. Also, wenn er es hier schafft, sich gegen die Meute seiner schnellen Teamkollegen durchzusetzen, dann ist das nochmal ein doppelter Bonuspunkt. Ich würde aber im Moment vermuten, dass es zumindest gegen Hannes Fledderer durchaus sehr schwer werden könnte. Ja, heute definitiv schlägt es. Ich mach den Witz nicht, weil das ist hart genug, dass Michael Schöttler nicht mitfahren kann. Ich mach den Spaß nicht. Michael, entschuldige schon mal vorab, ohne dass ich den Witz je gemacht habe. Ich denke, der Michael versteht den Witz. Zumal er ja Internetprobleme hat und vielleicht gar nicht immer hört. Das könnte mein Glück jetzt sein. Das sieht eigentlich alles sehr sauber aus bei Michael. Das sieht bei Michael natürlich immer sauber aus, was es nicht sehr leicht macht zu erkennen, ob er jetzt gerade granatenschnell ist oder eher eine konservative Runde fährt. Das ist bei ihm alles immer so sauber und ohne Rutschen, dass man da, ja, sagen wir mal, es wenig einschätzen kann. Ich erinnere mich daran, dass Georg Kiefer oder Thomas Kiefer, ich weiß es nicht genau, einer von beiden, ich glaube es war Georg, gesagt hat, nee, eine Sechsfach-Pole fahrt ihr von Bounty Racing hier heute Abend nicht. Das hat er im Forum angekündigt, das müssen wir auch gleich mal ganz genau beobachten, wie sich das entsprechend auch darstellt, ob er das wirklich schafft, zumindest in dieses Sixpack sich reinzusprengen. Michael Bräutigam hat einen richtig satten Rückstand. Da können wir dann jetzt auch tatsächlich mal wechseln. Jetzt haben wir gerade gesehen, Georg Kiefer hat 2 Zehntel Rückstand. Thomas Kiefer seinerseits ist noch in einem gewissen Rückstand. Hannes Fledderer steht immer noch. Ist Hannes. Also Hannes steht nicht freiwillig. Timo Wurps ist jetzt auf die 7 vorgefahren. Gucken wir mal, bleiben wir mal bei Thomas Kiefer. Michael Bräutigam ist auf die 7, hat Timo Wurps auf die 8 verdrängt. Aber was ist bei Hannes Fledderer los? Haben wir da was verpasst oder ist er abgeflogen? Was auf dieser Strecke, ich dachte es eingangs, relativ schwer ist, muss ich sagen. Aber warum bleibt Hans Fletterer stehen? Michael, wenn Ja du gut, die sind wir richtige aber mal Minute ehrlich, schaffst, hilf uns mal. wenn man wirklich, wenn er wirklich weit neben der Strecke ist, dann kann er auch, also ich meine, ob er jetzt 10 Sekunden hinter der Zeit ist oder einfach mal wieder Escape drückt, das ist ja dann auch zweitrangig. Tja, Ich also hoffe, er das geht letzte Mal hat zumindest er an mich Start. erwischt. Ja, genau, dem Wernicke war auch, glaube ich, Thomas ne? Kiefer auf die 5 vor. Das ist eine sehr gute Zeit. Das heißt also auf jeden Fall, sechsfach Pole wird es nicht geben. Jetzt gucken wir mal, wer ist denn noch unterwegs? Tom Leiteritz ist noch unterwegs. Hat er aber meines Erachtens seine Runde schon gedreht. Hat er auch. Der fährt nur an die Box zurück. Guck doch nochmal, ne, ob der Thomas Hannes jetzt fährt. Braun. Nö. Das wäre ja kein Unterschied. Okay, wir haben die erste große Überraschung. Hannes Aber Fledderer. das hatten wir allerdings wirklich in jedem Rennen bisher, dass eine Dass Überraschung einer da mal war. komplett weg war, ja. Ja. Gehen wir die Position mal durch. Also, auf der 1 ist ein bisschen untergegangen jetzt um die Verwirrung rund um Hannes Fledderer. Gabriel Fürstner mit einer super Runde. Meines Erachtens die erste Pole, zumindest seit sehr langer Zeit. Ich glaube, ich habe noch keine Pole von ihm kommentieren dürfen. Also, Gabriel Fürstner auf der 1 mit einer 1,45,644 vor Norman Tuchel. Auch ein super Ergebnis mit einer 45,811. Auf P3 Thomas Ettig. Mit einer 837. Und Michael Schöttler hat es versucht, ist dem Server gerade beigetreten. Also, vorhin noch im Chat, jetzt schon auf der Showbühne. Auf der 4 David Crocker, entschuldige David, nicht David. Auf der 5 Thomas Kiefer. Auf der 6 René Beitz, kann auch sehr zufrieden sein, hatte gerade in der Qualifikation in den letzten Wochen oder Monaten zumindest wirklich Schwierigkeiten. Marcel Wernicke auf der 7, auf der 8 Michael Bräutigam, auf der 9 Timo Bobs, auf der 10 Markus Liebenstein. Auf der 11 Tom Leiteritz vor Björn Zielke, der doch noch auf die 12 zurückgereicht wurde. Auf der 13 mit Sicherheit auch nicht ganz zufrieden. Michael Fayer vor Stefan Bierwirth auf der 14. Roland Mittag auf der 15. Thomas Braun, der Aufsteiger auf der 16. Vor Philipp Eng, der noch bis auf die 17. Position durchgereicht wurde. Auf der 18 Wolfgang Dieterich. Auf der 19 Adrian Kuss. Und auf der 20 wie immer wir. Ganz genau. Ja, ganz lieb begrüßen möchte ich hier die Anni, ja, live on stage.
seines Zeichens, ihres Zeichens die bessere Hälfte. Lieber Michael, ich habe gerade eigentlich mehr oder weniger Lästerverbot bekommen, deshalb musst du natürlich jetzt hören, die deutlich bessere Hälfte von Michael Bräutigam, die sich das hier, wie sie gerade sagt, alles mal genau anguckt. Herr Michael, dann würde ich sagen, also nicht der Schöttler, sondern der Bräutigam, gib mal alles, die Annie guckt dir zu und guckt uns auch zu und wird uns hier ein bisschen kontrollieren, dass wir nicht zu viel lästern, aber alle kennen uns, wir machen es trotzdem. Wann haben wir das letzte Mal über wen gelästert? Also der Einzige, der sagt, kommt, ist noch Marcel nie. Mit seinem Auto. Also ja, aber das ist aber auch, wow, hässlich, oder? Ist das hässlich. Ja, Michael Schöttler. Hast du gesagt. Michael Schöttler, vermutlich hat irgendwie dann doch mal eben seinen Garten aufgehackt und ein neues Internetkabel gelegt oder ein neues WLAN-Kabel. Nee, Spaß beiseite. Schön, dass der Michael doch fährt. Ich hoffe, er hält's durch. Vorhin sagte er mir, er kann immer nur ein, zwei Minuten online sein. Jetzt sieht's besser aus. Ich meine, das Problem, was wir am Anfang als positiv der VR erwähnt hatten, dass es hier eine Provisional gibt. Das hat dem Michael nicht geholfen, weil es gibt immer nur drei Provisionals pro Grid und die waren alle schon weg und von daher muss er an den Start gehen, denn es bringt ihm nichts. Er muss tatsächlich fahren, denn sonst wäre es der Abstieg und das wäre natürlich sehr, sehr schade und ich denke mal, deshalb versucht er es heute und geht hier an den Start und möchte vielleicht zumindest den Abstieg vermeiden. Aber ich denke mal, dass der Michael hier auch so ganz gut klarkommen wird. Aber anscheinend hat er irgendwie sein Internet hinbekommen. Also das freut uns sehr, denn volle Grids sind schöne Grids. Und ja, Michael hat sicherlich die Qualität, hier mindestens gegen den Abstieg zu fahren. Das ist auf jeden Fall allemal klar. Auch von hinten, wo er jetzt starten wird. Trotzdem brutal für Michael. Also im letzten Rennen echt Scheiß an den Hacken gehabt. Umgedreht worden, in absolut, Fest von ja. Gewesen. Und immer hinten und musste sich wieder nach vorne kämpfen. Und das lief vorne und hinten nicht. Bleibt dir wirklich zu wünschen, dass er trotzdem in der Tabelle noch nach vorne kommen kann oder zumindest ordentlich nach vorne. Aber allein die Konkurrenz im eigenen Team ist so stark. Also wenn man auch mal an Hannes Fledderer und Michael Bräutigam als Meister, als bestehende und ehemalige Meister sich dann die zweite, im positivsten Sinne zweite Garde anschaut des Teams, nämlich Timo Wurps, Max Liebenstein und all die Jungs, die sind ja auch richtig schnell. Also da, wenn dann Punkterückstand eingefahren ist, wird das nicht ganz so leicht, sich an den Jungs wieder vorbeizuarbeiten. Weil ich bei Timo Wurps doch immer sein Kürzel denken musste, Tivu. Oder Tevo. Tevu. Das war echt interessant, muss ich sagen. Wollen wir uns nochmal alles anschauen? Ja, genau. Also es ist eigentlich schön, eigentlich muss man das nicht als Abkürzung nehmen, sondern wirklich mal Tivu. Ja, genau. Ja, das jetzt hinter Tell, oder was kann ich da lesen? Norm Tuchel, genau. Ja, und dann vor Penn und das erinnert ja. Mich an die katastrophale DTM-Übertragung. Nein, die DTM-Übertragung ist ganz fantastisch. Nur finde ich es faszinierend, dass nach dem 7. Jahr immer noch erklärt wird, dass RSC Ralf Schumacher ist. Also, ach, die erwarten. Ich habe mich immer gefragt, was RSC ist. Da ich erinnere mich in dem Zusammenhang an die RTL-Leute. Früher habe ich auch mal RTL geschaut dürfen, die immer gesagt haben, für diejenigen, die gerade vom Nachmittagsspaziergang oder vom Nachmittagskaffeetrinken nach Hause kommen, das hier ist ein Formel-1-Rennen und wer da vorne führt, ist Sebastian Vettel und das ist der Beste. Ja, so das Art wurde Art. Wahrscheinlich auch gesagt, auch auf dieser Strecke zu überholen, wirklich kaum möglich. Im Übrigen hier in Estoril, um mal wieder zum Tagesgeschehen kommen. Ihr merkt, wir schweifen ab, aber ihr merkt, ihr wisst auch, das liegt am Warm-Up. Was wollen wir euch im Warm-Up erzählen? Ihr wisst alles. Wir könnten aber vielleicht die grundsätzlich aller RTL mal die Regeln erklären. Also sprich, wir fahren jetzt hier gleich in einem Double-File los. Ja? Chris, was also, ist denn ein Double-File? Das hat mir wiederum keiner gesagt. Also man hat mir hier aufgeschrieben, im ersten Rennen fahren wir im Double File los. Ja. D-A-B-E-L. Ja, genau. Und dann F-E-I-L, ne? Ja. Nee, Spaß beiseite. Also hier, jetzt überholen ist möglich in Estoril. Ja, natürlich ist nirgendwo, genau, nicht leicht möglich, aber hier kann man überholen. Hier ist es wirklich durchaus möglich. Und das ist das Interessante an Estoril. Und das zweite Interessante, wir hatten es vorhin gesagt, jeder ist diese Strecke wahrscheinlich schon mal gefahren. Von daher, ja. Ja, zum Thema Strecke und Fahren, es bleibt trocken. Wer gewinnt denn? Machen wir es kurz und schmerzlos. Der Erste. Okay, die Wette gewinnst du? Okay, ich sage, Ettich gewinnt. Da. Oh. Ja. Jetzt na dann komm, dran. Na dann komm, sag mal. Ettich gewinnt, sagst du? Ich sage, ja. Fürstner gewinnt den ersten Lauf. Okay. Ihr wisst, liebe Leute, worum es geht? Um alles. Es geht um alles. Es geht um das Anmoderieren. Ein stotternder Nils im nächsten oder ein wirklich souverän Chris im nächsten Lauf, ihr könnt es euch nicht wünschen, sondern das hat viel mit Fürstner und Ettich zu tun. Natürlich interessiert ist auch das entscheidend, wer weiter vorne ist. Unsere kleine Privatwette, die ihr immer wieder live hier
mitverfolgen dürft. Habt ihr ein Glück? Ich hoffe ja Ja, sehr, dass dieser Stream hier heute die Aufzeichnung klappt und du dir das in der Nachanalyse nochmal anschaust und dann zu dem Schluss kommst, dass der Einzige, der bis jetzt hier gestottert hat, allein du bist. Aber und gestammelt. und gestammelt, Na gestottert, gut, das gestammelt. muss man vielleicht auch sagen. Wir haben natürlich hier extra den Stream-Admin in der VRTCC, der uns immer ein, ja, Kritikboard schreibt, wo wir uns dann immer zu äußern müssen, warum ist das passiert, warum habt ihr das besser gemacht. Also man muss sagen, der Standard bei der VR wird schon hochgehalten und wir dürfen trotzdem noch bleiben. Das stimmt. So, Spaß beiseite, Nils. Rennen geht los. Spaß beiseite und was sehen wir? Leider. Ja, ich Aber finde ihn das ist so. schön. Der Adrian macht das richtig. Das ist so, wie HRT in der Quali 1 schön früh rausfährt. So macht das, um ein bisschen TV-Zeit zu bekommen. So macht das der Adrian auch gut. Er geht als erstes auf den Grid. Zack, ist er im Fernsehen. Genau. Hallo Adrian. So, es sind noch nicht alle Grid. Verpassen werden wir aber nichts, weil es gibt eine Aufwärmrunde, wie bekannt. Orion, das sind diese Fernseher, ne? Früher gewesen von Quelle, das stimmt ja. Oder die Spielautomaten, je nachdem. Oder noch was anderes. Aber ich glaube, nein, die Fernseher. So. Langsam macht sich das Feld auf. Es gibt ja etwas, was noch ein Tick weniger aufregend ist als das Warm-up. Nämlich. Einführungsrunde etwa? Richtig. Oh, haben wir heute ein TDI, wo wir drin sitzen? Ich dachte, ein TDI muss mit dabei sein. Ja, von der letzten Position, Kollege Schöttler. Das hätte er sich auch nicht gedacht. Beziehungsweise er ist wahrscheinlich unglücklich, überhaupt dabei zu sein, weil wir hatten ihn vorhin im Chat und dann hat er gesagt, ja, alles schön und gut, aber ich werde hier heute nicht angreifen, ich habe nämlich Internetprobleme. Und dann haben wir gesagt, dann komm doch vielleicht mal vorbei, hilf uns beim Moderieren. Dann kannst du uns ein paar Insider-Informationen geben. Sagt er, nee, jede Minute ist mein Internet weg, das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, schade. Und eine Minute später war er auf der Strecke. Was für ein Bluff. Muss man allerdings sagen, wir sind natürlich auch nicht gehaltstechnisch übereingekommen. Wir wollten unser Nichts teilen, damit war er nicht einverstanden. Bin hier ob der Zeitenangabe im Moment noch massiv irritiert. Ich weiß nicht, was die uns mitteilen will. Und ich hoffe sehr, dass die Umstellung auf das neue Zeitentableau-Format nicht dazu führt, dass diese Informationen, die uns hier gerade angeboten werden, auch wirklich weiterhin Bestand haben, weil dann können wir mal wirklich aus dem Nichts moderieren hier. Weil das sieht echt alles sehr komisch aus und auch das Durchschalten auf die einzelnen Positionen klingt, sagen wir mal, mehr schlecht als recht. Aber wir bleiben mal hier und hoffen, dass wir wahnsinnig viel zu sehen bekommen. Warum fährt der Fangmann eigentlich nicht? Wenn der Fangmann nämlich fahren würde, würde er mir nicht auf den Nerven gehen im Chat. Alle anderen sind aber herzlich willkommen im Chat. Auch die, die das Ja, hören und da noch nicht sind. Marc Farman hat mir mal gesagt, dass er den direkten Vergleich einfach nicht macht, weil er Angst hat, den kürzeren zu ziehen und deshalb lieber auf der Co-Moderationsebene dabei ist, nämlich im Chat. So, jetzt geht's los. Wir starten mal auf dem Dach von David Crocker und gucken uns das ganze Szenario an. Und in dem Moment, wo der Start freigegeben ist, schalten wir aber wieder um, gehen ins Feld und gucken, wie es läuft. Also, für alle, die es nicht wissen, Gabriel Fürstner kann vor der Startziellinie entscheiden, wann er Gas gibt. Und kann somit das Rennen eröffnen. Norman Tuchel als auch alle dahinter müssen entsprechend reagieren und versuchen, so wenig Meter wie möglich auf die erste Kurve auf Gabriel zu verlieren. Gabriel lässt sich relativ lang Zeit. Norman ist da ganz nervös und wartet neben ihm, wartet, 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 dass er Gas gibt. Und er wartet und wartet. Gleich kommt schon die Startziellinie. Das heißt, er muss sich wirklich jetzt bald entscheiden, wann er beschleunigen möchte. Wir sehen Thomas Ertegun. Jetzt gibt er Gas und hat die entsprechenden Meter direkt gut gemacht, um die es auch hier geht. So. Gleichzeitig sehen wir, dass David Crocker einen nicht so guten Start hatte, direkt ein bisschen Druck bekommt von Thomas Kiefer, als auch Marcel Wernicke. Und da geht es in die erste Kurve. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Doch sind alle wunderbar im Feld. Marcel Wernicke ist hier außenrum, glaube ich, an René Beitz vorbei. Das war ein ganz gutes Manöver, muss man sagen. Jetzt geht es in Kurve 2, die ist relativ unproblematisch. Hier wird es aber richtig eng. Hier kann man sich richtig reinbremsen und das versucht Marcel auch direkt, um an David Crocker vorbeizugehen in. Kann die Linie auch halten. Ein wirklich schönes Manöver. Es geht ohne Berührung ab. Dahinter habe ich das Gefühl, dass ein Fahrer leider ins Ausgefahren ist. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Sieht aber soweit hier vorne zumindest alles gut aus. Auch vorne Norman Tuchel knapp
hinter Gabriel Fürstner, der aber seine Führung bis jetzt verteidigen konnte. Auf P3, wie schon eben angesprochen, Thomas Ettrick auf der 4, Thomas Kiefer vor Marcel Wernicke, der ein paar Plätze gewonnen hat. Jetzt geht es auf die erste richtige harte Anbremszone zu und dahinter geht einer quer, das müsste Timo Wurps gewesen sein. Richtig, Timo Wurps wird durchgereicht, ist jetzt relativ weit nach hinten schon gefallen. Ich weiß nicht, ob er angestupst worden ist oder ob er sich selbst quergestellt hat. Das können wir uns in der Analyse eventuell nachher mal anschauen. Auf der 7 jetzt René Beitz, dadurch einen Platz gewonnen. Auf der 8 Björn Zielke, der auch mit seinem BMW schon ein paar Meter nach vorne gekommen ist. Auf der 9 Tom Leiteritz von Markus Liebenstein. Auf der 10. Ja, wir sehen hier, Markus Liebenstein kämpft sich hier auch durchs Feld. Also auch ich glaube, der Markus kam da auch nicht so zufrieden oder ist nicht so zufrieden. Tom Leiteritz kontert aber sofort mit seinem, ja, auch absoluten Exot, mit seinem A4. Liebenstein jetzt wieder innen, Leiteritz jetzt wieder, also hier geht's hin und her und hin und her und hin und her. Also auch wirklich sehr, sehr, genau, sehr interessante Zweikämpfe und hier bis jetzt alles, was ich gesehen habe, extrem fair. Und ja, das Feld ist momentan noch sehr bunt gemischt. Und ja, so ein bisschen überrascht bin ich tatsächlich von Bounty Racing, dass die Jungs heute nicht so... Ich meine, die letzten Rennen waren sowas von überragend. Allerdings muss es natürlich immer Rückschläge geben. Dass der Cruz hier auf Estoril nicht so gut geht, das zeigt Gabriel Fürsten, dass es nicht so ist. Denn er ist in einem Cruz unterwegs und ist momentan Erster. Kann sich jetzt auch... Michael Bräutigam gleich nochmal. Ja, das ist, glaube ich, für Michael noch schlechter. Denn vorne ist die Aerodynamik wesentlich wichtiger als hinten. Auch sehr selten, dass Michael hier wirklich Berührung dieser Art hat. Ich weiß nicht, ob da wirklich sprüh gebremst wurde, er ein bisschen spät dran war, das weiß ich nicht. Trotzdem sind die Berührungen natürlich für beide ja eher kontraproduktiv. Ja, ich wollte es gerade sagen, also der Gabe konnte sich gerade ein bisschen absetzen. Jetzt kommt der Norm wieder ein bisschen näher ran. 0,5 ist natürlich voller Windschatten. Und auch hier hat schöne Geraden, wo man das ausnutzen kann. Hannes, ja, wir sehen... auch schon auf der 13 vor. Genau. Wir wissen immer noch nicht, warum Hannes die Quali nicht gefahren ist. Ob er abgeflogen ist in der Qualifikation oder aber einfach nicht rausgefahren ist, aus welchen Gründen auch immer. Doch, er ist rausgefahren, muss wohl irgendwelchen Unfall. So habe ich zumindest vorhin irgendwo im Chat auch wieder gelesen, dass er tatsächlich rausgefahren ist. Es hat aber wohl irgendwie nicht ganz so funktioniert. Marcel Wernicke ist jetzt an Thomas Kiefer dran. Da können wir mal die nächste Gerade abwarten, weil der BMW am Ende der Geraden doch sehr, sehr gut ist auf der Bremse. Also hier ist eine Bremszone, die wirklich dem BMW liegt und schmeckt. Und da hat Marcel Wernicke möglicherweise, obwohl das, ja, fährt eine ganz andere Linie als Thomas. War sehr interessant zu sehen, Thomas, der ganz innen auf die Curbs geht. Marcel dagegen sehr, sehr weit außen. Vorne, das möchte ich doch jetzt auch mal sehen, ist nämlich Norman, aber durchaus relativ nah auch an Gabriel dran. Fährt Thomas Ettrick, fährt jetzt die schnellste Runde. Also sind alle drei hintereinander und jetzt David Crocker die schnellste Runde. Wenn er ein 46,5, Norman schafft es aber nicht ganz hier vorbei. Schauen wir mal, wie es bei Marcel Wernicke aussieht. Auch er konnte sich nicht an Thomas Kiefer vorbeiarbeiten. Ich wollte gerade sagen, gerade in dieser Langkurve ist natürlich auch das Antriebskonzept sehr entscheidend. Also der Fronttrieb da sehr stark an Untersteuern, klar. Das Problem hat der BMW nicht, deshalb kann er natürlich eine ganz andere Linie fahren. Da hat der BMW schon deutliche Vorteile, gerade in solchen langen Kurven, auch vom Reifenschleiß ist es natürlich da ein bisschen angenehmer. Estoril hier, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, immer ein Thema mit Reifenverschleiß. Ja, absolut. Gerade die letzte Kurve, diese langgezogene Rechtskurve auf Stadtziel, wird immer enger, den ja? Linken Vorder-, boah, die frisst den linken Vorderreifen wie gar nichts. Also das ist richtig bösartig. Wir haben auch einen harten Zweikampf hier zwischen Stefan Bierwirth und Michael Bräutigam. Der Michael war kurz vorbei und ist jetzt letztendlich wieder hinter ihm. Das heißt, Stefan wehrt sich da mit allem, was er hat. Ist auch sein gutes Recht. Hannes Schletterer ist weiterhin auf der 13 und... Ja, Michael Schöttler nach wie vor auf der 21, da so richtig vorwärts geht da nichts. Überraschend, muss ich sagen. Aber mich überrascht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, der Einzige, der momentan ein bisschen oder eine ganz gute Pace hat, ist tatsächlich Hannes Schlederer. Vielleicht schauen wir auch gleich mal, wo bis jetzt der Michael Schöttler gelandet ist. Das wird mich auch mal interessieren, denn die Jungs sind ja quasi nebeneinander gestartet. Der Thomas ist da auf 20, also nicht ganz so weit. Allerdings ist das natürlich schon der Platz... Nee, das wird auch ein Absteiger sein. Ja, Georg Kiefer war das im Übrigen, der vorhin durchgereicht wurde. Georg Kiefer auf den drittletzten Platz. Also der Junge, der Georg, oder der Kiefer, sagen wir so rum, der wird nicht ganz so zufrieden sein mit dem bisherigen Rennverlauf. Ja, vorne geht richtig Post ab. Gabriel Fürstner, Norman Tuchel und Thomas Ettich innerhalb einer Sekunde. Also die Jungs wollen es richtig wissen. Da ist alles sehr knapp und wer den Thomas Ettich kennt, ich muss gleich niesen, aber ich werde es verstehen.
Wer den Thomas Ettich kennt, der weiß, dass er also wirklich im positivsten Sinne immer das Messer zwischen den Zähnen hat und richtig angreift. Und wenn der auch nur die allerkleinste Lücke sieht, dann sticht er da rein. Thomas Ettich, der wie gesagt am Anfang nach dem ersten Event hier sogar geführt hat, jetzt bis auf Platz 10 zurückgereicht wurde, weil er auch wirklich einen unglücklichen Event hatte vor 14 Tagen. Aber hier geht es also richtig ab. Norman, der eine super Saison im Moment hat, der absolut richtig gut mit dabei ist, und den Marcel Wernicke. Ich würde sogar fast ein bisschen in Schatten stellen teilweise, also der wirklich super Rennen hier fährt, auch in dieser Saison schon einen Lauf gewonnen. Also da zwischen den dreien geht es richtig ab, aber ich würde sagen, Gabriel Fürstner wünscht sich, dass Norman gleich angegriffen wird von Thomas Ettig, dass er da ein bisschen Luft hat vorne. Ja, wobei wir das auch schon sehr, sehr oft in diversen Streams gesehen haben. Also Gabriel Fürstner, also was der Norm hier macht, ist sowas von überflüssig. Also Gabriel Fürstner nervös zu machen, also das ist einfach unmöglich. Gabriel Fürstner ist auch, ja, sagen wir es mal, etwas manchmal ein bisschen grenzwertig im nicht überholt werden wollen. Also da ist es dann auch manchmal schon fast eine rollende Blockade. Das ist allerdings hier noch nicht das Problem, denn Gabriel fährt hier auch noch eine ganz gute Pace. Ich glaube nicht, dass der Norm jetzt so viel schneller kann und Thomas Ettig sicherlich auch nicht. Allerdings wird Thomas Ettig im Laufe des Rennens sicherlich immer mehr Druck von hinten bekommen. Das heißt, er muss einfach mal die Geduld dann irgendwann hinten anstellen und wird den Norm angreifen müssen, wenn der wiederum den Gabriel nicht angreift. Ja, wir sind jetzt wieder auf der langen Geraden. Der BMW natürlich wesentlich besser auf der Bremse, hat hier vollen Windschatten. Allerdings bin ich mir sicher, dass er hier in der Ecke, den überholt er nicht. Auf keinen Fall. Gabriel Fürstner überholt er hier an der Stelle nicht. Ich überlege, ob ich wieder ein Care-Paket finden soll. Weil ich bin der Meinung, wenn, dann hier. Mhm. Das Problem ist, ja, das kann man hier auch öffentlich sagen, ich habe nie meine Gewinne bekommen. Ja, also deshalb sind diese Wetten überflüssig für mich, die ich ja meistens gewonnen habe. Aber man sieht hier auch die beiden Thomas jetzt hier im Clinch und was wir gerade gesagt haben, der Thomas Ettich bekommt jetzt hier Druck von Thomas Kiefer. Was den Norm freut. Was den Norm sicherlich freut, aber bis jetzt sah es noch nicht so aus, als ob der Thomas Ettich jetzt hier grob die Kampflinie gefahren ist. Sieht das momentan noch relativ entspannt, obwohl der Thomas Kiefer noch doch von öfter neben ihm war. Ja, die beiden kennen sich jetzt hier aus zig VRTTC-Saisons, sind wirklich, ich glaube, fast von Anfang an dabei gewesen, oder mehr oder minder zumindest, lange, lange, lange dabei. Die wissen, die können sich aufeinander verlassen, da macht jetzt keiner eine doofe Aktion und wenn da halt was passiert, ist es wirklich absolut unbeabsichtigt und der Thomas Kiefer wird einen Teufel tun, hier den Thomas Ettich abzuschießen. Aber man sieht auch, das ist wirklich hier, ja, streckenbedingt natürlich auch, immer mal wieder da ist der Thomas schneller, da ist der Thomas schneller. Jetzt konnte er sich wieder ein bisschen absetzen und ein bisschen sich Luft verschaffen und sich wieder auf Norm Tuchel hier, ja, konzentrieren, kann man sagen. Oh, kleiner Quersteher von Marcel. Tuchel, der seinerseits allerdings hier nicht an Fürstner herankommt, muss man, oder ja, zumindest nicht in Kampfposition geht. Aber sag doch mal was zum Thema Bounty Racing oder wie andere Kollegen es nennen, Bounty Hunter. Ja, das, was überraschend. Machen die? Das ist Taktik. Also ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das hat einen taktischen Grund, weil so derart versägen lassen sich die Jungs hier freiwillig nicht. Ich meine, Markus Liebenstein ist auf P9 bestplatzierte Bounty Racing Fahrer. Also wer immer weiter nach vorne kommt, ist halt Hannes Federer. Jetzt ist allerdings hinter Michael Bräutigam. Und ich denke, da gibt es zumindest keine teamtechnische Sache, außer der Hannes kann viel, viel schneller. Ja, ich sag das. Bewundern tut es mich auch. Bei Michael Bräutigam verstehe ich es. Wir haben es thematisiert. Michael Bräutigam ist hier der schwerste Fahrer, also das schwerste Fahrzeug im ganzen Grid. Das ist auf jeden Fall sehr verständlich, dass der Michael hier Probleme hat. Allerdings hätte ich schon gedacht, dass der Michael hier tatsächlich um die Top 8 fahren kann. Aber vielleicht haben die Jungs wirklich, was wir in den letzten oder in den ersten Läufen sowas von gelobt haben, dieses Zusammenarbeiten, dieses zusammen Setup erfahren für das gleiche Auto und so weiter und so weiter. Vielleicht haben sie vielleicht wirklich auch da kein Setup gefunden oder sie haben in Speed falsch eingestellt, man weiß es nicht. Mich wundert es auch, bin ich ganz ehrlich. Aber wir werden mal abwarten. Aber worauf, ich meine, was soll taktisch da sein? Gewichte abbauen, das können sie, glaube ich. Ja, macht keinen Sinn. Naja, es gab die Diskussion rum um das Auto. Ist das Auto zu stark? Ist das Auto zu gut? Hat das Auto... Ja gut, aber das hätten sie natürlich... keine Gewichte. Das hätten sie aber im letzten Rennen da... Dann hätten sie keine Sechsfachpole oder was auch immer, was das war, gefahren. Also das... Nein, das interessiert die Jungs nicht. Die sind gut vorbereitet, immer.
Das sind Top-Fahrer, wirklich zweifelsohne, und das ist ja auch ohne jetzt dann eine Diskussion anzufangen, aber ein sehr, sehr starkes Auto, sicherlich in der Fahrzeug-Gewichtskombination. Sehr guten Fahrern und Top-Vorbereiter. Also da vielleicht können die Jungs einfach nicht so Estoril, dass sie sagen, Mensch, das ist hier so meine Lieblingsstrecke. Und das hat jeder, klar. Jeder hat eine Strecke, wo er nicht so kann, und vielleicht kombinieren die Jungs das selbst das so, dass sie da alle dann nicht so gut sind. Das kann natürlich sein. Ich meine, sie haben überragende Ergebnisse eingefahren. Überragende Ergebnisse sind scheiden. Schon relativ lange, Chris. So viel Goodwill in deiner Argumentation habe ich selten gehört bis jetzt. Aber ich lasse es mal so stehen und akzeptiere das. Der Chat, als auch zumindest Kollegen im Chat, als auch ich, bin da etwas anderer Meinung. Das passiert nicht aus Versehen oder weil die Strecke dem Auto nicht liegt. Das beweist ja Gabriel, dass das nicht stimmt. Das habe ich ja auch gesagt. Das habe ich ja von Anfang an gesagt. Also da ist ja der Gabriel ein sehr gutes anderes Beispiel, wobei er natürlich inzwischen die Perlenkette hinter sich herzieht. Aber wie gesagt, ich sagte ja, vielleicht liegt es den Jungs nicht so, oder? Die haben nicht das richtige Setup gefunden, oder weiß der Geier. Alle sechs? Na gut, lassen wir es mal so stehen, wie es ist. Ich denke, das ist auch ein Zeichen. Ich halte es eher mehr für ein Statement als im Moment für mangelnde Performance. Aber schauen wir mal an, wie es wird. Ist ja auf jeden Fall spannend zu sehen, wenn wir uns anschauen, dass unter den ersten vier, wenn ich mich nicht vertue, vier unterschiedliche Fahrzeugtypen unterwegs sind. Ja. Sogar die ersten fünf letztendlich. Wenn man René Beiz dazu nimmt, sogar die ersten sechs. Das ist ja wirklich unglaublich. Sechs verschiedene Fahrzeuge auf den ersten sechs Plätzen. Das ist doch mal was. Ich bin ja gerade am Nachrechnen. Ja. Hast du sechs Fahrzeuge auf sechs Plätzen gesagt? Sechs Fahrzeuge auf sechs Positionen. René Beiz, Honda. Okay. Marcel Wernicke, BMW. Sagen wir mal, genau, dem Wernicke-Wagen zählen wir einfach mal gar nicht als Auto, weil er ist ja wirklich den so. Zählen wir doppelt. Zählt. Doch, ja, aber davor ist doch schon der Tuchel, der fährt doch auch BMW. Ach, das stimmt, doch nicht. Der BMW. Ach ja, genau, das hat ab und zu mal. Ja, also, aber wir zählen Wernicke einfach nicht. Also das Ding ist ja wirklich, wow. Dass das durch die technische Abnahme gegangen ist, das ist der Wahnsinn. Ja, aber jetzt, ich wollte gerade sagen, gehen wir mal wieder zurück zum Racen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben es verpennt und wir quatschen hier viel dummes Zeug, aber wir haben natürlich verpasst, dass der Thomas Kiefer und Thomas Ettig vorbei ist. Und jetzt werden wir sehen, inwiefern der Thomas Kiefer jetzt hier, und da kommt der Wernicke, aber ich, ja. Thomas Kiefer hat allen Anschein nach wirklich große Probleme. Und jetzt kriegt er Marcel aber mal richtig einen mit, und zwar von da, von René Beiz. Das war von Ettig. Ja. Da wird jetzt gerade mal die Freundschaftsluft dünner, und jetzt René Beiz will es auch die nutzen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn der Thomas Ettig jetzt der Meinung gewesen wäre, er war schuld, hätte er wahrscheinlich vorbeigelassen. Das passiert nicht. Also von daher glaube ich, ist er sich da keine Schuld bewusst, aber wir machen es wie immer. Wir halten uns aus solchen Sachen einfach raus. Es war ein bisschen. Ja, schade, was da so gerade passiert ist. Allerdings, wie gesagt, wir bleiben weiter vorne. Was ich noch zu Ende bringen wollte, Thomas Kiefer. Ob der Thomas Kiefer jetzt vorne den Norm Tuchel angreift, denn was mir die letzten Streams ja gar nicht so bewusst war, dass der Thomas Kiefer so indirekt so ein halber Teamkollege, und zwar die linke Hälfte von dem Norm Tuchel Auto, ist er so ein indirekter Teamkollege von. Ja, also ich meine, Tuchel fährt zur Hälfte, man kann es bestens erkennen, welche Hälfte. Oh, das war Race Star. Und genau. Ja. Und Thomas Kiefer ist Tour Racer. Ich weiß nicht, ob es da Absprachen gibt, Informationen oder was. Ich habe keine Ahnung, ob die beiden zufällig im gleichen Teamspeak sind. Das weiß ich alles nicht. Aber wir werden sehen, wie der Thomas jetzt kann. Der Thomas hat auf jeden Fall guten Speed. Das ist, glaube ich, ohne jeden. Also das ist klar. Ob es jetzt reicht, um ein oder sogar beides zu überholen, weiß ich nicht. Wir sehen auf jeden Fall, dass Norm Tuchel sich die Zähne ausbeißt. Also 10. Runde, wir fahren jetzt nur noch 2, also das heißt, wir fahren 12 Runden, also insgesamt 3 mit der jetzt hier angefangenen, also da bleibt so langsam, geht ihm so ein bisschen die Zeit aus. Und ich sagte es, und da ist er daneben, setzt sich rein, zieht rein. Stellt sich aber dabei ein bisschen quer, kann also Linie dann nicht halten. Jetzt könnte er ihn reinstechen, aber das ist ein Harakiri-Manöver, macht er nicht. Und dahinter, also er weiß, jetzt noch ein kleiner Fehler und Thomas Kiefer ist vorbei und sein zweiter Platz ist damit auch weg. Ist jetzt genau die Entscheidung, riskiert er jetzt was oder lässt das, aber er will vorbei, er will den zweiten Lauf hier in der noch jungen Saison gewinnen, das wäre schon absolut beeindruckend auch, aber Gabriel Fürstner, wie du schon sagst, der wird mit allem, was er hat, dagegenhalten und jetzt sehr spitz reingebremst von Norman, kann aber hier mit Sicherheit nicht so Gas geben, wie er es will, und das ist genau die Situation, die Thomas jetzt nutzen kann, der nämlich jetzt innen auf der Linie ist, aber jetzt auf der
Außenbahn in der nächsten Kurve. Und egal wie hart er sich da innen reinbremsen wird mit dem BMW, kann er auf der Innenspur bleiben, Norman. Das war genauso vorauszusehen. Und jetzt wird sich ein bisschen entscheiden, wie das in der engen Schikane laufen wird, weil nämlich hier der BMW, wenn er auch nur leicht einen mitbekommt, ein ganz großes Problem hat als Hecktriebler. Das sieht aber alles sehr sauber aus. Norman ist da richtig an Gabriel dran. Von vorne ist schon einer, der zur Überrundung ansteht. Das kann jetzt gleich auch nochmal wirklich spannend werden, je nachdem, wie gut der Platz macht. Aber Norman hat jetzt eine wirklich gute Linie, geht aber jetzt ein bisschen quer am Kurvenausgang, hat also jetzt hier ein leichtes Problem. Wir gucken uns das alles aus der Kamera von Thomas Kiefer an, wechseln aber jetzt mal, weil nämlich Norman hier richtig dran ist. Und jetzt, glaube ich, kriegt Gabriel ein Problem. Naja, der Cruz geht gut auf der Geraden, also ich glaube mal nicht. Also wie gesagt, ich glaube, an der wird er ihn nicht kriegen, das Thema hatten wir. Aber Norm zeigt zumindest, was ich vorhin sagte, er will jetzt vorbei. Das ist jetzt genug. Jetzt hat er 10 Runden sich das angeguckt. Er kann schneller. Und das will er dem Gabriel jetzt hier auch zeigen. Jetzt gibt es minimale Berührungen. Noch hält Gabriel Fürst sich vorne. Und ich glaube auch in der Zwischenzeit, dass er das wirklich machen wird. Also ich glaube, das wird der Norm nicht mehr schaffen. Zumal er ja auch in Rückspiel gucken muss. Und man sieht, Norm ist hier über seinem Limit. Also er ist jetzt hier teilweise neben der Strecke. Es gibt minimale Berührungen. Er versucht das alles sehr, sehr, sehr fair zu halten. Kann sich allerdings eigentlich jetzt hier, er muss eigentlich vorbei, denn Thomas Kiefer, er macht nicht so lang Tarara. Wenn da die Lücke ist, ist er daneben und das ist sicherlich dann nicht so toll. Das ist Wernicke da hinten. Das heißt, Wernicke ist übel ab. Nein, sag mal, das war doch Wernicke. Wernicke ist auch. Ach, das Wernicke war der, das war der Philipp Eng. Ja. Also, Aldiweil ist auch durch den Dreikampf vorne, der wirklich toll ist, ist auch Thomas Ettich wieder rangekommen, der ja relativ weit weg war durch den groben Fehler. Und René Beitz und Marcel Wernicke im Schlepptau. Also, da sind die Jungs alle wieder da, Aldiweil. Müssten wir vorne auch einen Fahrer verloren haben noch, weil Michael Bräutigam auf der 10 ist und Hannes Fletterer auf der 11. Da müssen wir mal ganz kurz schauen, ob uns ja, das müssen wir natürlich auch im Auge behalten, denn das wird natürlich das absolute... Der Schöttler inzwischen auf der 13. Also es ist absolut natürlich Minimalziel für einen der Bounty-Fahrer, wirklich hier auf P8 zu kommen. Das ist Fakt, ob wir jetzt hier über taktieren hin oder her sprechen. Völlig andere Linie von Norman. Das wird verliert auch heiß. Da wahrscheinlich den Platz an Thomas Kiefer. Hält aber innen dagegen. Also, wann hatten wir das letzte Mal hier in der VRTCC? Das ist ein derartig spannender Dreikampf um die Führung. Also, absolut super. Also, Bounty Racing in Ehren. Ich finde euch alle toll, aber es ist super, wenn hier wirklich nicht gerade Teamkollegen vorne an der Spitze sind, weil dann haben wir richtiges Racing, wie es auch die VR verdient. Weil, wenn 6 Mann hintereinander fahren, die in einem Team sind, dann ist das das eine. Aber das, was man hier am Dreikampf jetzt zu sehen bekommt, ist absolut geil. Thomas Kiefer hier auf der dritten Position riecht wirklich Lunte und will jetzt hier davon profitieren, dass sich Norman und Gabriel und da ist er vorbei. Kloppen. Thomas Kiefer ist vorbei an Norman Huchel. Genau das da ist passiert. Genau das passiert, auch. Ja. Wir hatten 3 Sekunden Abstand und jetzt stellt er sich komplett quer, verliert und jetzt wird Thomas Ettig innen reinziehen. Norman wird sich zwar mit allem, was er hat, wehren, ist jetzt auf der Innenbahn, kann also eventuell die Linie innen halten, ist aber richtig knapp. Aber gut, wenn er jetzt nicht so weit sich rausträgen lässt, alles gut. Hat Norman sehr, sehr gut gerettet, dafür, dass er so massiver Querschnitt ja, war. Ja, super Car-Control, muss man ganz klar sagen. Es ist also wirklich BMW, da muss man nicht einfach nur Vollgas geben, um es wieder gerade zu ziehen. Also absolut wahnsinnig. Car-Control allerdings, trotzdem wird er sich natürlich jetzt hier nicht über seine Car-Control freuen, denn sicherlich wollte der nicht Dritter werden, denn sein Ziel war sicherlich vom Zweiten weg, allerdings einen nach vorne. Ja, und Thomas Ettig kann jetzt hier richtig. Ich denke, der Norm hat jetzt seinen Reifen ein bisschen viel zugemutet und Thomas Ettig sucht jetzt hier nochmal vielleicht, ja, wobei ganz dran ist er nicht. Er ist auf jeden Fall noch heiß auf den dritten Platz, aufs Podium, für den ersten Lauf, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, und währenddessen, oh, ganz, ganz fair und sehr, sehr viel Platz macht auf jeden Fall die Philipp Eng, was sehr, sehr fair ist, denn sein Teamkollege ist hier gerade und kämpft drum, aber das ist sehr, sehr fair, sehr viel Platz zu machen, absolut Respekt dafür. Ja, das war's dann. Gabriel führt, nee, es ist noch nicht ganz, Entschuldigung, ich dachte, wir wären ja an einer anderen Stelle. Absolut Respekt. Versucht jetzt nochmal alles und, das kann aber nicht klappen. Gabriel Fürstner gewinnt souverän. Also er hat sich hart verteidigt, aber er hat sich super sauber verteidigt, hat keinen Fehler gemacht, hat vorne nichts anbrennen lassen. Hat vielleicht ein bisschen Pipi in der Hose, ist aber souverän hier zu seinem meines Erachtens ersten Rennsieg, Laufsieg hier gefahren. Ein absolutes Spitzenrennen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gerne wie wir die Rennen hier moderieren, aber so ein spannendes, tolles Rennen an der Spitze haben wir seit echt langer Zeit nicht mehr erlebt. Vielen Dank dafür schon mal. Absolute Spitzenklasse. Von allen auf jeden Fall. Das muss man natürlich auch noch dazu absolut erwähnen. Super. Also wirklich toll. Ja, gehen wir es mal durch. Auf der Rennsieg konnte hier Gabriel Fürstner, ich denke, im Großen und Ganzen als verdienter Rennsieger, kann man ihn bezeichnen. Wirklich gut verteidigt, auch einen guten Speed gehabt. Also Gabriel Fürstner auf der 1. Auf der 2 ist Thomas Kiefer.
auf der 3 Norm Tuchel Wernicke, konnte tatsächlich noch irgendwie an René Beitz und Thomas Ettig vorbei. Haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Tut mir auch leider so. Heute verpassen wir leider recht viele Manöver, aber was soll man machen? Man kann nicht überall sein. Thomas Ettig auf der 5, René Beitz auf der 6, David Krocker auf der 7, auf der 8 ist Björn Zielke, auf der 9 Markus Liebenstein. Ja, Markus Liebenstein hat es leider wirklich knapp verpasst, hier auf der 8 zu kommen. Und dann sieht man die ganze Bounty-Fraktion wirklich, ja, alle hintereinander. Man sieht es hier sehr gut. Also Liebenstein, Bräutigam auf der 10. Hannes Fledder konnte zumindest auf die 11 vor. Sicherlich ein gutes Ergebnis für seine wirklich durchwachsen schlechte Quali. Auf der 12 Michael Schöttler, auch super, auf jeden Fall, für gar keine Quali. Wirklich toll. Ja, Timo Wurps auf der 13, Tom Leiteritz auf der 14, auf der 15 ist Michael Feier auf der 16. Da konnte noch der Georg Kiefer vor. Wie gesagt, er war drittletzter, also da konnte er noch ein bisschen vor. Auf der 17 Stefan Bierwirth, auf der 18 Adrian Kuss mit dem Lada, auf der 19 Roland Mittag, auf der 20 Thomas Braun, auf der 21 Philipp Eng. Ja, und was wir auch nicht mitbekommen haben, dass der Wolfgang Diederich einen Did Not Finished hat. Also da geht es natürlich jetzt ganz stark gegen den Abstieg für die Letztplatzierten. Das ist auf jeden Fall Philipp Eng. Ich weiß nicht, ob er hier mit der Strecke so gar nicht klarkommt oder ob er vielleicht gar nicht trainiert hat. Das weiß ich natürlich nicht. Aber so ist es. Jetzt frage ich dich nochmal. Ich versuche es einfach nochmal. Ja. Position 9. Wolfgang Diederich ist hiermit erster Absteiger. Das ist Fakt. Denn er hat gerade den Server verlassen. Vielleicht hat er wirklich technische Probleme, denn er musste aufgeben. Wahrscheinlich dann auch von dem ersten Lauf und konnte die Probleme vielleicht nicht beheben und ist jetzt hier vom Server, was sehr, sehr schade ist. Wolfgang Diederich also hier der erste definitive Absteiger. Lieber Nils, du hast eine Frage an mich. P9 bis P13, unterbrochen von P14, auch P15 Bounty Racing. Zufällig alle hintereinander? Zufällig alle eine Position hinter den... Also ich bin mir relativ sicher, was ich sehr gut an Bounty, also keine Angst, ich beantworte die Frage etwas umschweifend. Was ich sehr positiv am Bounty Racing finde, ist, dass die Jungs echt immer ins TS kommen, um hinter und Interviews Fragen und Antwort zu stellen. Und da werden wir diese Frage stellen und ich denke, dass wir da einfach eine ehrliche Antwort bekommen. Und von daher werden wir es sehen. Ich hoffe mal doch, dass wir da Infos bekommen und was denn da los war. Oder vielleicht hast du ja recht, der eine oder andere vom Chat. So, der zweite Start, ich will nicht sagen noch spannender, aber hat richtig, richtig Potenzial, weil A wird stehend gestartet und B, wir haben zwar mit Björn Zicke einen Hecktriebler ganz vorne, aber wir wissen aus der Vergangenheit, Marcel Wernicke, auf den wir jetzt auch gehen, nicht weil wir seine Motorhaube oder ihn so besonders mögen, sondern weil er als Hecktriebler im Feld allergrößtes Potenzial hat, relativ schnell nach vorne zu kommen. Die Ampel wird schon rot und schaltet sich gleich aus. In dem Moment, wo sie abschaltet, geht es los. Und Marcel Wernicke hat einen super Start. Geht vorne weg und Björn Zielke bleibt stehen. Boah, ganz knapp kommt Marcel Wernicke vorbei. Schafft es aber wahrscheinlich auf die 1. Wir bleiben einfach mal in dieser Kamera und schalten jetzt um zu sehen. Marcel Wernicke schafft es wirklich aus seiner Position direkt auf die 1 vorzufahren. Hecktriebler sei Dank. Unglaublich. Wenn er jetzt die Kurve auch noch einigermaßen bekommen, hat er die Führung inne. Und auch ganz gut gestartet, muss man sagen, ist Thomas Kiefer. Was heißt ganz gut? Sehr, ganz sehr gut, gut gestartet. Jetzt auf dem ersten Platz, ja. Genau, der sich auch mit einem Supermanöver an Marcel Wernicke vorbeischieben kann. Und dahinter wird es ein bisschen enger. Also Björn Zielke, der große Verlierer, der jetzt noch einen mitbringt und Norman Tuchel abräumt, hat aber selbst einen mitbekommen. Da hat es und da kracht es also richtig. Wenn wir uns das anschauen, ein Riesentohuwabohu. Also da hat es richtig geknallt. Und im hinteren Feld also wirklich richtig was los jetzt. Das ist natürlich das, was wir nicht unbedingt sehen wollen. Da ging es also richtig rückwärts für einige. Das war also ganz unglücklich. Und mittendrin tatsächlich, ja... Norman Tuchel, der jetzt auf welcher Position ist, wir müssen ganz weit nach hinten gucken, nämlich ja, auf der 19. Ja, aber noch härter hat es Markus Liebenstein erwischt, der jetzt wirklich letzter ist. Und hier ist schon wieder so ein... Ja, also man hat das Gefühl, im ersten haben sich echt alle benommen, das wollen sie jetzt im zweiten nachholen. Also da gab es jetzt ein, zwei Leute, die sicherlich, sagen wir mal positiv, sehr unglücklich agiert haben. Also das ist sicherlich nicht so ganz so toll. Allerdings hat sich das alles ein bisschen durcheinander gemischt. Reingehalten im Moment, auch hier rund um Bounty Racing, Michael Schöttler war das. Da knallt es also auch gerade richtig. Ja, gehen wir mal nach vorne, schauen wir mal an, nach dem kurzen Schrecken, wie sich das vorne entwickelt hat. Aber Fledderer und Bräutigam sind da wirklich durch dieses Chaos super wirklich anscheinend mit sehr viel Glück durchgekommen und haben hier wirklich eine ganz, ganz klasse Verbesserung gehabt. Michael Bräutigam auf der 5 im Schlepptau, wie die Hälfte des ersten Renns, Hannes Fledderer. Der ist da also jetzt wirklich auf 6 vor, also das ist jetzt aller Ehren wert.
Und wenn die das natürlich jetzt hier gewinnen, dann glaube ich auch langsam das taktieren. Aber das ist noch ein weiter, weiter Weg. Also hier noch die vier da vorne zu überholen, wird nicht ganz so einfach. Michael Schöttler jetzt hier auf der 10 und wir sehen hier, Norman Tuchel muss sich hier gegen, ach nee, es war Philipp Eng gegen Stefan Bierwirth sehr, sehr intensiv verteidigen, sagen wir es mal so. Das wird doch nicht außen vorbeigehen, nee. Also das lässt du, Philipp Eng nicht zu, muss sich dahinter wieder einreihen, aber ist richtig dran. Jetzt hier in der Kurve geht gar nichts, weil es geht nahezu voll, da muss man nur kurz lupfen, aber hier könnte man sich hart in reinbremsen. Allerdings macht Philipp Eng sehr früh die Linie zu und jetzt glaube ich sogar genau, dass Stefan Bierwirth eher ein Problem bekommt, weil er nämlich überholt wurde von Tom Leiteritz, der Adrian Kuss im Schlepptau hat, aber Adrian Kuss muss sich da jetzt wieder hinten anstellen. Stefan Bierwirth kann an Tom Leiteritz auch wieder vorbeigehen. Da hat er sich wirklich sehr hart, aber doch auch sehr erfolgreich verteidigt. Also aktuell ein bisschen viel Gerumpel hier für mich, für meinen Geschmack. Allerdings bin ich ja eher so der Kontaktfahrer oder der es mag. Ja gut, aber Bounty lief es jetzt zumindest für Teile davon sehr, sehr gut. Also wie gesagt, Bräutigam auf 5, Flader auf 6, Timo Wurps auf Ewu. Auf 8. Michael Schöttler auf der 9. Also ich denke, da hat er sicherlich nicht mit gerechnet. Wenn ich Temo sage, motiviert das unsere Regie hier umzuschalten? Ja, aber so richtig warm werde ich damit nicht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen wieder zurück zur guten alten Übersicht. Ja, vorne Marcel Wernicke. Ich muss ganz ehrlich sagen, der hat sich aber mal geschmeidig abkochen lassen von Thomas Kiefer. Hat er so einen fantastischen Start und dachte, alles super, alles easy. Dann kommt der Thomas da angeschossen mit einem super Manöver, geht durch und sagt, ja, tschüss Marcel. Ich denke, der kann sich jetzt auch ein bisschen absetzen. Ja, bis jetzt 0,5 Sekunden. Also Wernicke scheint hier heute wirklich nicht der Allerschnellste zu sein. Das ist, glaube ich, klar. Ich weiß nicht, wie er ist. Zweitschnellste. Ja, aktuell zumindest. Ja, aber Thomas Ettig, mal gucken, ob der Thomas da aufholen kann. Also im vergangenen Rennen hatte ich schon das Gefühl, dass Thomas Ettig sehr, sehr schnell unterwegs war. Allerdings nur so die erste Rennhälfte. Dann ist Thomas ein bisschen eingebrochen und hat so ein bisschen Probleme bekommen. Vielleicht sind es Probleme mit den Reifen. Ich kann es hier nicht sagen, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, wie warm es hier denn ist heute. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Strecke 30 Grad, ich denke. Also, dass es in der WTCC-Bereich immer sehr warm ist. Das ist, glaube ich, schon traditionell, aber das ist wieder sehr, sehr warm. Schau mal den Björn an. Mein Gott, von Pull gestartet und auf 18. Und ja, ich glaube, der hat das Auto abgewürgt. Also ich würde das auch vermuten, ja. Da ging gar nichts. Und dann ist er, hat er hinten einen mitbekommen, hat Marcel einen mitgegeben. Das gucken wir uns auch gleich nochmal in der Analyse an. Das war ja wirklich sehr unglücklich, sagen wir mal. Ja, Georg Kiefer auf der 19, da geht natürlich auch also da alles, Trocker auf alles der Leute, 20. Dem, genau, die wir da hinten nicht gewohnt sind. Oh, da war einer weit. Braun ist das, ja, okay. Der scheint Reifenschaden oder ähnliches zu haben. Ja, wen wir heute auch nicht so wirklich bis jetzt im Bild hatten, ist Michael Fahrer. Auch Michael wirklich heute, da würde ich wirklich sagen, ist ein bisschen unter seinen Möglichkeiten. Also der Michael Fahrer fährt ja immer wirklich sehr ruhige, konstante Rennen und kommt aber immer wieder ein bisschen weiter nach vorne und ist meistens doch immer in den Top Ten auf jeden Fall zu finden. Das ist auch heute nicht so. Also ich bin sehr gespannt auf die Interviews und freue mich da jetzt schon drauf, was die Jungs von Happy Racing uns dazu sagen werden, wenn sie denn ins Interview kommen, aber davon gehe ich am Stark aus. Ja, Bräutigam, Flederer, das ist jetzt ganz gut. Also für die Kilos muss man ja ganz klar sagen, Michael Bräutigam hier auf der 5, Respekt. So vorne wird es wieder eng zwischen Wernicke und Kiefer, wobei, also hier würde ich auch ganz klar sagen, also ab Thomas Kiefer, wenn er keinen Mist baut, was ich ihm eigentlich nicht zutraue, kommt er nicht vorbei, ne Marcel. Also Marcel ist zwar ein Spätbremser vorm Herrn, aber Thomas Kiefer, wenn der einmal vorne ist, der lässt er. Also die Kiefer generell im Feld tun sich hin und wieder mal ein bisschen schwer, weil sie auch ein bisschen viel wollen. Das war aber eine sehr unglückliche Linie. Also ist das die Linie von Thomas Kiefer? Und das habe ich mir nämlich gerade gedacht, weil die Linie war überhaupt nichts. Viel zu früh eingelenkt, massiv an Schwung verloren. Und das konnte Marcel auch gerade, also wir waren live bei einem komischen Fahrfehler dabei, weil eigentlich an dieser Stelle sowas keinen Mut gibt. Und hat der ein Reifenproblem vorne links? Das Nein. Ist gerade gefunkt, das sah komisch aus. Aber vielleicht ist das auch nie hier in unserem eingeschränkten Bild so. Also es sah zumindest gerade komisch aus. Aber Thomas Kiefer ist da jetzt auch komplett an Marcel Wernicke wieder dran. Aber da ist eine ganz komische Linie gefahren. Also ich weiß, du kennst Estoril auch sehr gut. Die Linie bist wahrscheinlich noch nicht mal du hin und wieder gefahren, oder? Noch nicht mal ich, nee, das stimmt. Also die bin ich wirklich nicht gefahren, allerdings wird das keine Absicht gewesen sein. Denn er fährt ja, ich denke, dass man hier schon möglichst cuttet, aber komplett neben der Strecke, das ist doch eher etwas bremsend. Das hat ihn auch richtig ausgehoben, also er hat richtig Schwung verloren, das konnte man sofort sehen, weil Marcel aber ganz locker vorbeigezogen ist. Ja, Thomas Ettig wieder gut mit dabei, auf P3 jetzt. Also da ist im Moment, wobei ich sagen würde, Marcel ist hier auf Event-Siegkurs.
Aber mit Sicherheit in geringem Abstand da Thomas Ettig, der ist auch gut mit Aber dabei ist, ich auch René Beitz. bin ganz ehrlich, ich glaube aktuell nicht, dass der Marcel jetzt noch 8 Runden weiter den Thomas Kiefer halten kann. Der Thomas hat hier wirklich heute einen absolut beeindruckenden Speed. Was die Jungs aus dem C30 rausholen, ist wirklich aller Ehren. Das kann man nicht anders sagen. Also das ist ja denen ihr absolutes Lieblingsauto. Das braucht man nicht prognostizieren, das weiß man. Die Jungs haben es einmal im anderen Auto versucht, vergangene Saison, haben dann aber ganz schnell wieder zurückgewechselt. Und man sieht hier wirklich das Ding. Also eigentlich ist der nicht so toll, der C30, das kann man ganz klar sagen. Aber die Kiefers, die In den haben Händen der irgendwie, Kiefers ja, wird also Wasser weinen. absolut, ja, zumindest wird Volvo zu richtig gutem Auto. Also wenn der Wagen gut wäre, würden es wahrscheinlich die einzigen sein, die ihn fahren. Die Jungs kommen da einfach mit klar. Das ist hier wirklich immer wieder eine Wohltat, das so anzusehen, wenn es dieses Mal auch nur der eine Kiefer ist. Aber ich denke, der andere hatte wirklich so viel Pech im ersten Rennen, zumindest am Anfang, dass er hier einfach von hinten nicht mehr wirklich weit nach vorne kommt. Das ist auf jeden Fall klar. Die beiden Allerdings Brüder ganz treffen gut sich nach nicht. vorne gekommen. Ist schon wieder Norm Tuchel, der nämlich jetzt auf der 13 schon wieder, bzw. auf der 14 ist. Der war also ja auch ganz hinten, das ist wirklich Ja. okay. Und ein gutes zweites Rennen fährt auch Philipp Eng, der im ersten Lauf, ja, man hat es gesehen, sogar ausweichen musste dem Feld, das ihn überrundet hat. Da ist er also wirklich mit P11 im Moment ganz gut dabei. Sagen, und im WTTC-Bereich im Sprintrennen abzuüberrunden, ist schon so ein bisschen überrundet zu werden, ist schon Höchststrafe. Ja, Hannes Blätterer und Michael Bräutigam haben die Plätze getauscht. Man sehen, wir haben es jetzt hier auch im Genau. Bild. Vielleicht kann der Hannes hier wirklich ein bisschen schneller. Es liegt sicherlich auch, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, an den Kilos, die der Michael zweifelsohne ausreichend an Bord hat. Ja, denke aber auch, da muss der Hannes jetzt nicht besonders kämpfen, aber wird wahrscheinlich auch den Ticken schneller sein. Und Michael wird sich gesagt haben, Mensch, dann lasse ich mich doch lieber vom Teamkollegen ziehen. Er ist aktuell noch 0,8 Sekunden vor Gabriel Fürstner und hat da bis jetzt noch nicht viel zu befürchten. Ja, neben Thomas Ettig ist auch wirklich René Beitz hier auf der Strecke durchaus sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also René ist hier top unterwegs in beiden Läufen bis jetzt. Hält sich auch einigermaßen aus allem raus. René Beitz ja auch als Typ, sagen wir mal, eher ruhiger Natur. Der guckt sich das alles an und wartet ab, was vorne schief geht. Und wenn vorne was schief geht, er kann davon profitieren, ist gut. Und wenn nicht, dann holt er zwei vierte Plätze oder zweimal Top 5 Positionen, auch gut. Ja, wir haben jetzt gesehen, Thomas Kiefer wirklich ganz dran, also an Wernicke. Also der Abstand von 0,2 ist schon ein bisschen gestrunzt. Also der war gerade wirklich auf Stadt, hier wirklich komplett dran. Ja, à la Nesca-Windschattenfahren ist das hier wirklich. Das war schon fast ein Anschieben. Allerdings ist es natürlich auch für Thomas sehr, sehr schwer, den wirklich zweifelsohne sehr, sehr starken BMW auf der Bremse hier zu schlagen. Zumindest aber, wenn man wirklich Schöne auf diesem Quersteher hier von Marcel. Top-Speed wirklich ganz runterbremsen muss. BMW-like. Also ich habe ja eigentlich die Anmoderation für den nächsten Event schon gewonnen. Durch den Sieg von Gabriel Fürstner. Ganz klar. Bin aber bereit, das nochmal hier auf die Probe zu stellen und zu sagen, doppelt oder nichts. Also ich sage, Marcel gewinnt den zweiten Lauf. Wenn dem nicht so ist, mache ich die Anmoderation. Wenn dem so ist, dann machst du die nächsten zwei. Wir könnten natürlich auch einfach unser wertes und sehr wichtiges Publikum entscheiden lassen, wer denn anmoderieren soll. Das können Sie ja einfach nur einen Namen in das Streaming-Forum als quasi als Bewertung. Wir sind ja immer für Kritik offen. Da einfach mal reinschreiben, wer es das nächste Mal machen soll. Oder wir freuen uns, wenn da ein paar Mal zumindest der Nils-Name steht. Nein, nein, da werden eine Menge Namen fallen, nur unsere nicht. Das kann auch sein, das kann auch sein. Ja, das ist doch mal ein Aufruf. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt hier zurück zur Rennaction. Also wie gesagt, wir sind überrascht. Markus Liebenstein auf der 15, auf der 16, Michael Fayer. Tuchel allerdings auch nur auf der 14. Wir haben gesehen, warum Tom Leiteritz, also ja, fährt auch ein ja, ruhiges Rennen, sagen wir es mal so. Gabriel Fürstner als vorhin Erstplatzierter hat hier so ein bisschen. Leider sehr unglückliche letzte Kurve erwischt. Allerdings kommt er ein bisschen ran. Vorhin waren es 0,8 Sekunden oder teilweise sogar eine Sekunde. Jetzt ist es nicht mehr so viel. Allerdings hat das Streamteam wieder mal geschlafen. Und zwar ist Michael Schöttler durch. Michael Schöttler. Also die Bounties können es nicht alleine. Jetzt fahren sie Platz 5, 6 und 7. Ja, Gabriel Fürstner wird sicherlich gleich noch überholt von Timo Wurps, da bin ich mir sicher. Nichts gegen dich, Gabriel, aber die Jungs sind einfach gerne in ihrem ja, Doppel-Wopper-Vierfach-Auto unterwegs. Also die Jungs fahren immer sehr gerne zueinander oder beieinander und da ist momentan das Grüne ein bisschen Fehlfarbe. Und ja, Michael Schöttler hier wirklich vorbei und Michael, ja, toll. Also absolut. Ich meine, er war wirklich allerletzter ohne Quali. Geht im Warm-up mal eben auf den Server, wenn ich das mal so sagen darf, und fährt jetzt hier auf dem 7. Platz. Das ist natürlich aller Ehren wert. Heute hat er ihn natürlich auch das Pech ein bisschen verlassen, Gott sei Dank. Also da, statt Abstieg jetzt hier ein sehr gutes Event.
Ergebnis, da kann man doch mit leben. Ja, sag doch mal was zu Philipp Eng im BMW. Wir haben ja Philipp Eng in der letzten Saison im Scirocco gesehen, wenn ich mich nicht vertue. Diese Saison im BMW unterwegs. Philipp Eng war ja eh ein Kandidat, der erstmal, wie es ist, etwas wilderen Fahrlinie. Also Car Control sondergleichen, aber dann doch auch oft seitwärts unterwegs. Schon mit dem Scirocco und ich finde jetzt auch hier mit dem BMW, wenn ich mir das so anschaue. Also man sieht öfter mal in den Kurven die Felgen, was nicht unbedingt daran liegt, dass das Auto nur einlenkt, sondern dass er auch mit dem Heck aktiv mitlenkt. Auch hier sehen wir es wieder ganz gut. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass der Stefan Bierwirth im Moment ein bisschen besser aufgestellt ist und eigentlich wohl schneller könnte als Philipp. Ja, beim Philipp hat man ganz klar, wie du vorhin schon sagtest, eine so der etwas raueren Gangart der vergangenen Saison. Braucht man sich keine Sorgen machen. Er hat kaum Leute vor sich, zumindest nicht dicht vor sich. Also, das ist auf jeden Fall klar. Allerdings, aller Ehren wert jetzt hier auch, wohin letzter, wir hatten es gesagt, jetzt hier, oder ja, doch letzter Ankommender, jetzt Platz 11, das ist nicht schlecht, das muss man aber auch mal sagen. Und er hat natürlich jetzt, ist jetzt hier auf den BMW gewechselt. Adrian Kruss muss ein Problem gehabt haben, ist nämlich jetzt nur noch auf der 19. Insgesamt würde ich sagen, was die Absteiger angeht, sieht es natürlich, Wolfgang Dieterich ist klar, aber auch für Thomas Braun sieht es leider überhaupt nicht gut aus. Und auch Georg Kiefer ist akut in Gefahr, denke ich, weil wir haben relativ viele Starter heute dabei. Also drei Absteiger haben wir auf jeden Fall. Und für Georg Kiefer kann das auch sehr kritisch werden, weil er kommt einfach hier von der vorletzten Position nicht weg. Ja, leider Gottes. Allerdings, wie gesagt, wir gönnen es keinem, aber es muss einen Absteiger geben, sonst dürfte keiner aufsteigen. Ja, momentan hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Thomas Kiefer kann ganz vorne den Riesendruck auf Wernicke jetzt auch nicht mehr ausführen. Vorhin habe ich allerdings das Gefühl gehabt, Wernicke überfährt das Auto ein bisschen. Allerdings ist das ja irgendwie dann doch sein Fahrstil. Irgendwie mögen die Reifen es dann doch. Gabriel Fürstner fährt jetzt so mit, wenn ich das mal so sagen darf, kann oder will hier nicht ganz angreifen und ist allerdings jetzt auch weit davon entfernt, die Position um Timo Wurps zu verlieren. Also sprengt momentan das Bounty-Quartett ein bisschen. Aber mal gucken, wie das am Ende sein wird. Ja, Hannes Fledderer, wie gesagt, an Michael Bräutigam vorbei. Und wenn der Michael Schöttler jetzt gleich auch noch an Michael Bräutigam vorbeigeht, er ist momentan noch 1,1 Sekunde hinter ihm, dann hat man tatsächlich ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht wirklich taktiert. Das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall wird der Michael sicherlich nicht glücklich sein mit den Kilos. Allerdings ist er das natürlich auch gewohnt. Ja, die Topfahrer der VRTCC sind Kilos gewohnt. Das müssen sie. Denn das wird oftmals an den Erfolg angeglichen. Ja, vorne, wie du schon sagst, Thomas Kiefer kann zwar wirklich dranbleiben, aber so richtig Druck kann er nicht machen. Hier wird es jetzt ganz interessant, auch danke für den Hinweis hier aus dem Chat. Norman Tuchel hat sich nämlich an Tom Leiteritz und Stefan Bierwirth auch vorbeigearbeitet und ist jetzt direkt hinter Philipp Eng. Und ich würde einfach mal sagen, Norman Tuchel in der dritten Saison hier auf dem BMW unterwegs und ich weiß, dass Norman Tuchel schon seit ewig BMW fährt und der Philipp Eng macht hier aber ganz locker Platz, würde ich mal sagen. Ja, kriegt noch leicht einen mit, aber das ist alles im grünen Bereich. Und ist gegenüber Philipp Eng, würde ich sagen, auf dem BMW mit Sicherheit besser aufgestellt und geht jetzt auch hier vorbei und ist auf der 11. Position. Da muss man also auch sagen, dass Norman hier wirklich ganz hervorragend die Kohlen aus dem Feuer holt. Oh, Michael Fay Michael hat das Spiel Fayer. verlassen. Jetzt weiß ich seine Platzierung aus dem ersten Lauf nicht mehr, aber das sieht jetzt auch eng aus. Auch nicht gut, ja. Also Norman Tuchel auf einer guten 11. Position. Ich denke, was die Gesamtwertung angeht, da braucht er da gar nicht so wahnsinnig unzufrieden sein. Ja, wobei ich jetzt, man kann davon ausgehen, weiter nach vorne wird es natürlich nicht mehr gehen. Aber du hast natürlich recht, für das wirklich, für den großen Unfall, in dem man da zweifelsohne reingezogen wurde, vom Björn Zielke, muss man sagen, ist das ein ganz gutes Ergebnis, kam er gut nach vorne, ähnlich gut, oder noch etwas besser kamen hier die Bounty-Jungs nach vorne. Für ihr wirklich, ja, miserablen ersten Lauf, das kann man ja offen so sagen. Ich denke, das ist auch in deren Sicht nicht anders gelaufen. Aber wir sind ja unterschiedlicher Meinung, hören es aber gleich. Ja, Timo Wurps will das Quartett voll machen. Also der sagt, das geht gar nicht. Da sind nur drei Bounty-Fahrer in Folge und das funktioniert so nicht. Und macht jetzt hier wieder die Mission Impossible und zwar den, sag mal schnell, den Gabriel Fürst zu überholen. Also an der Kurve hatten wir schon festgestellt, kann es keiner. Und wollte gerade sagen, auch der Timo nicht. Aber er ist richtig dran. Schöne Linie von beiden. Sehr fair, lassen sich genug Raum. Und jetzt gucken wir mal. Das ist die Linie, die ich auch kenne, die Timo Wurps gerade hier gefahren ist. Nämlich ganz knapp an Linksseitig, den Curbs vorbei. Genau, linksseitig am inneren Körper war, ja. Habe ich auch schon mal gesehen, so.
Ja, vorne würde ich sagen, ein bisschen Showkampf zwischen Bräutigam und Flatterer. Bin mal in aller Vorsicht, sagt, das nehme ich mal nicht so allzu wahnsinnig ernst, weil die werden sich schon definitiv nichts tun. Das wäre auch selten dämlich. Das sind die Jungs nun definitiv nicht. Vorne zieht sich minimal auseinander. René Beitz jetzt 0,5 hinter Thomas Ettig. Das sieht allerdings nach weniger aus, muss ich ehrlich sagen. Aber Ettig kann definitiv jetzt die Geschwindigkeit von Kiefer und Wernicke nicht mehr gehen. Also da ist jetzt eine relativ große Lücke. Aber vorne zwischen Kiefer und Wernicke, naja, also Wernicke hat so viele Rennen schon angeführt und gewonnen, der lässt sich das eigentlich auch nicht nehmen. Aber schauen wir uns das Ganze mal an hier von den Abständen her. Das sieht grundsätzlich schon so aus, als hätte Wernicke das soweit im Griff. Und das wäre meines Erachtens auch der Event-Sieg. Wo ich P4, mir halt, P1. wo ich mir zweifelsohne halt nicht sicher bin, inwiefern die Absprache ist oder ob der Team Thomas Kiefer wirklich sagt, komm, bevor es hier eng wird und ich dich wirklich noch berühre und hier einen indirekten Teamkollegen rauskicke, bleibe ich einfach mal dahinter. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass der Thomas Kiefer jetzt momentan nicht mehr in der Lage ist, ihn wirklich ganz stark unter Druck zu setzen, wie er es direkt nach dem Überholmanöver von Wernicke machen konnte. Überrascht mich auch so ein bisschen. Ich dachte eigentlich, dass Thomas den Wernicke, wie gesagt, hier noch knacken wird. Allerdings ist ja auch noch nicht Schluss. Wir haben jetzt noch 2 Runden zu fahren. Und ja, mal gucken, ob der Team Wurps hier noch den Fürstner knackt. Er ist ausgeschert zum Überholen und ist auch wieder dahinter eingeschert. Aber er will es schon wissen. Also er will nicht sagen, hier Leute, ich werde hier nicht nur Letzter der Bounty Racing Gruppe, sondern ich bin auch noch abgeklemmt. Das geht ja gar Na nicht. gut, Also dahinter da. ist auf jeden Fall noch Markus Liebenstein. Das ist klar. Also da ganz letzter ist er noch nicht, aber ja, da vorne, ich weiß nicht, fahren die wirklich nebeneinander. Mich wundert es tatsächlich wirklich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es eine klare Stallorder bzw. eine klare Absprache auch gibt. Was, wie du es ja auch sagst, Sinn macht und was Racer ja gerade auch gemacht hat, das ist auch absolut legitim. Allerdings hier Michael Bräutigam, entweder will er den Hannes schieben. Die kämpfen doch nicht wirklich, oder? Also wenn gleich einer von denen abfliegt, dann sage Ja, ich, die dann war's kämpfen echt. wirklich. Und dann gibt es auch von mir wirklich für jeden ein Glas Champagner, weil ich das richtig geil finde, weil ich das richtig super finde, wenn hier richtig offen gefightet wird. Obwohl ich gleichzeitig keinen Vorwurf daraus formulieren kann, wenn sie es nicht täten. Aber es ist natürlich für die Zuschauer super spannend. Aber ich würde sagen, die Jungs haben so viele Trainingsrunden gemeinsam gedreht, die wissen exakt, was sie tun und werden das. Die spielen ein bisschen. Er spielt doch nur. Genau. Jetzt geht aber Schöttler hier unten. Ja, es ist alles knapper als nötig und Wurps denkt sich, Manu, ich darf nicht mitspielen. Gehen wir mal nach vorne, weil Thomas Kiefer ja doch wieder sehr knapp jetzt dran ist an Marcel. Naja. Naja. Warten wir mal ab am Ende der Geraden. Tipp Engel wurde übrigens von Stefan B. wird jetzt endlich mal niedergerungen und ist jetzt auf Platz 13. Oh, wieder da Marcel in seinem Querstehen. Aber gut, das ist halt BMW-Style. Der Wagen halt gefahren hin. Geht Na hier guck auch mal, relativ weit über auf die Curbs und merkt auch, Kiefer dass er kann es auch draufkommt. anders. Ja. Also was der vorhin, das, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Sag Ja einfach, gut, ich einfach weiß es Fahrfehler, nicht. kann einmal passieren. Vielleicht ist er ja auch gleich im Interview und werden wir mal fragen. Dann werden wir wissen, was los ist. So, es ist auch schon die letzte Runde. Also nach diesem fantastischen ersten Rennen ist man beim zweiten, ich will nicht sagen fast ein bisschen enttäuscht, aber es war dann doch nach der aufregenden Startsituation tendenziell etwas ruhiger, wobei es auch hier um die Führung wirklich geht, aber man hat irgendwie, es ist nicht so brisant wie im ersten Lauf, weil im ersten Lauf hatte man wirklich das Gefühl, dass da wechselt jetzt gleich jeden Moment die Position. Hier geht es irgendwie alles etwas ruhiger und kontrollierter, wobei man das bei Marcel bei diesen langgezogenen Drifts nicht unbedingt so sagen kann, aber ich denke, Marcel fährt es hier nach Hause, Thomas Kiefer wird sich auf keine bescheuerte Aktion einlassen, wird sich nicht versuchen, ganz böse an dem irgendwie vorbeizuquetschen, das würde er nicht tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Marcel, ohne es zu früh zu loben, aber gewinnt hier relativ locker den zweiten Lauf. Mit einem fantastischen Start, der mit Sicherheit die Basis gelegt hat. Aber er hat sich von Thomas Kiefer ganz kurz austricksen lassen, hat sich dann aber zurückgefightet. Und so wie es aussieht, fährt er das Ding nach Hause. Herzlichen Ja. Glückwunsch, Marcel Wernicke. Naja, noch sind wir in der Kurve, man weiß ja nie. Wenn der Aber du Sprit hast. ausgeht. Ja, in der Kurve, ja. Aber man sieht, Lichtlupe, Thomas Ettig, ach, Thomas Kiefer ist auch zufrieden mit dem zweiten Platz auf jeden Fall. Ja, Thomas Ettig hier einen sehr, sehr guten dritten Platz und René Beitz einen vierten.
Ja, auf dem 5. Michael Bräutigam, der dann seine Führung ausbauen. Nee, ausbauen kann er es nicht, aber Michael Bräutigam halt auf der 5. Auf der 6 Hannes Fledderer, auf der 7 ein wirklich überragender, wobei Fledderer natürlich eh nicht negativ gestartet ist ins ersten Rennen. Auf jeden Fall Michael Schöttler auf der 7. Auf der 8 Gabor Fürsten, das ist ja der Wahnsinn. Der kann doch sich nicht einfach zwischen die Bounty-Jungs hängen. Allerdings ist einfach vielleicht auch die Qualität von Timo Wurps hier dann nicht ausreichend, um seinen drei Teamkollegen dazu folgen. Roland Mittag auf der 10, Norm Tuchel auf der 11, Stefan Bierwirth auf der 12, auf der 13 ist Tom Leiteritz, Philipp Eng auf der 14, Markus Liebenstein auf der 15, David Crocker auf der 16, auf der 17 Björn Zielke, auf der 18 Georg Kiefer. Ich denke, damit hat er seinen Abstieg ein bisschen wenden können, ich bin mir nicht sicher. Adrian Kuss wird sicherlich mit Platz 19 nicht zufrieden sein. Auf der 20 ist ja, Thomas Braun, ich denke, da braucht man nicht lange nachzurechnen. Das wird wahrscheinlich ja ein kurzer Auftritt hier im Grid 1 gewesen sein, der Favoritensee. Aber hier hängen die Trauben halt hoch. Und ich denke, Thomas, beim nächsten Auftritt, vielleicht klappt es besser und wir wünschen da auf jeden Fall alles Gute. Ja, ich habe meine Jacke schon an und werde mich jetzt hier mal in die Boxengasse begeben. Die Jungs steigen aus, werden sich ein bisschen abtrocknen. Und ich werde sie abfangen. Nils, du machst hier ein bisschen ein auf. Ja, Analyse. richtig. Gucken wir uns doch mal, upsala, da sind wir falsch. Gucken wir uns doch mal den zweiten Start an, rund um Björn Zielke und Norman Tuchel. Das war ja wirklich ja, sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier was sehen. Ah, wir sehen, dass wir so gut wie nichts sehen, aber doch, Estoril kann ich schon mal lesen, knapp. Und das müsste Race 2, upsala, Race 2 sein. Laden wir uns das ganze Replay mal rein und gucken uns das mal an, was hier los ist. Also das muss ja richtig, richtig gekracht haben. Ja, zwei spannende Dinge gilt es wirklich noch herauszufinden. Das eine ist, was ist am Start passiert? Das werden wir gleich sehen. Und das zweite ist, was hat Bounty Racing heute mit uns gemacht? War das normales Racing oder war das irgendwas Spezielles? So, schauen wir mal. Diesen wunderbaren Ladebildschirm kennt jeder. 30 unnütze Sekunden überwinden gilt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Vor und wechseln mal gleichzeitig das Fahrzeug, nämlich auf Björn Zielke. So, jetzt sind wir hier. Philipp Eng sind wir, da wollten wir natürlich nicht hin. Relativ hinten wird Björn Zielke nämlich schon sein. Spulen wir das Ganze mal zurück. Gucken mal an, was hier passiert ist. Björn Zielke auf P20. Unglaublich. Das nach Pole Position. Eieieiei. So, hier ist schon alles gelaufen. Ich denke noch zwei Kurven zurück. Genau. Hier sind wir mitten in der Action, die endete. So, das Ganze mal aus der Kamera an, die so ein bisschen mehr Abstand erzeugt. So, da sehen wir schon möglicherweise. Naja, sind wir mal so, schauen wir das mal. Auf jeden Fall hat Björn Zielke hatte also einen Katastrophenstart. Gucken wir uns das Ganze mal in der Zeitlupe an. Ist also hier schon auf der 8. Position und vorne sehen wir schon zwei, die sich berühren. Und jetzt hier kämpft er meines Erachtens gegen Gabriel Fürstner. Und die beiden berühren sich und kriegt dann entsprechend einen hinten drauf von einem Bounty Racing Fahrer Nummer 4. Das müsste Schöttler sein. Und jetzt geht er innen rein, ja, und kriegt von Schöttler leicht einen mit. Ist aber selbst ein bisschen spät auf der Bremse. Also ich muss, ohne da das wirklich einen freisprechen zu wollen, aber eigentlich muss ich der Schöttler nicht allzu großen Vorwurf machen. Er ist jetzt sehr spät hier auf der Bremse und gibt Norm Tuchel richtig ein. Dadurch verzögert er, und dann kriegt er wieder entsprechend einen drauf und dann klemmen sich da alle und dahinter, oh mein Gott, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, nehmen das Ganze mal ein bisschen auseinander. Uiuiui, also wir sehen, Norm Tuchel schon umgedreht und weg. Björn Zielke steht komplett quer auf der Fahrbahn und dahinter staut es sich komplett. Schaut euch dieses Bild an. Das sind die Momente, wo man froh sein kann, dass wir nur im Sim-Racing aktiv sind. Schaut euch das mal an. Ganz hinten erwischt es den Lader von Adrian Kuss. Alle stehen quer. Georg Kiefer mit der 19 mittendrin.
Und Jan Zielke, beziehungsweise mit der 7 hier, steht noch einer komplett quer. Ja. Ich würde sagen, mit diesem Bild verabschieden wir uns aus der Analyse, weil richtig mehr sehen will man ja eigentlich nicht. Also, wie gesagt, die richtige Schuld kann man nicht hier keinem wirklich fest zusprechen. Ich würde sagen, es ist fast ein Rennunfall. Tendenziell ist Björn Zielke mit Sicherheit selbst nicht ganz unschuldig, weil er hier innen reingeht an einer Stelle, wo er sich schon in der Bremsphase befindet. Und da muss man eigentlich sagen, ist dann auch für Michael Schöttler nichts mehr zu machen. Sei es wie es ist, das Ergebnis ist leider ein sehr unschönes. Schauen wir mal an, vielleicht haben ja die entsprechenden Protagonisten auch noch was dazu zu sagen. Die holen wir uns nämlich jetzt mal rein. Das ist das falsche Fenster, das ist der Chat, den kennt ihr alle. Wir holen uns hier rein mal das So, Fenster ich bin von auch wieder da. Mathilde C. Ah ja, schön. Schön warm hier in Esteril, muss ich sagen. Das war schön. Ja, ich habe natürlich ein paar Jungs gekriegt, die uns die brennenden Fragen, die uns, den Chat und alle Zuschauer denn hier quälen. Und ich hoffe, wir stellen die richtigen Fragen. Wenn nicht, wir sind immer für Anregungen aus dem Chat. Ja, da sind ja noch ein paar Leute. Wenn ihr Fragen an die Fahrer habt und die sind auch noch ernst gemeint, dann bitte raus damit. Wir geben die auf jeden Fall eins zu eins so weiter. Es gibt natürlich immer wieder Fragen, die ihr habt und die euch vielleicht auf der Seele brennen, die ihr hier loswerden wollt. Und wir, wie gesagt, werden diese dann auf jeden Fall weitergeben. Ja, ihr seht, Tür geht auf und da kommen sie rein. Und ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, wenn man das so sagen darf, mit Wernicke und Bräutigam. Und Thomas Kief haben wir auch an Bord sozusagen. Also bin ich mal sehr gespannt und ja, ich würde anfangen und ich würde mit Michael Bräutigam anfangen. Michael, jetzt haben wir versucht uns immer aus der Diskussion rauszuhalten. Es wurde im Forum diskutiert, es wurde unter den Fahrern diskutiert. Der Crew so stark, ihr immer so gut und bla und blub. Es wurde über einen Sechsfachpol versprochen, die werdet ihr nie mehr fahren. Und dann kam heute dieses Rennen, Michael. Jetzt hast du natürlich eine gute Erklärung. Du warst auf jeden Fall schwer beladen. Ich glaube, viel mehr ging bei dir nicht. Aber auch die Kommentatoren waren sich nicht einig und wir sind uns allerdings ganz sicher beide, dass du uns ehrlich beantwortest, was war heute los? Mit eurem kompletten Team, wenn ich das mal so fragen darf. Ja, das fragen wir uns eigentlich auch. Ich glaube, wir waren halt einfach alle nicht so gut vorbereitet, wie wir es vielleicht in den ersten drei Rennen waren. Also ich habe mich ehrlich gesagt auch ziemlich auf den faulen Arsch gesetzt jetzt die letzten 2 Wochen, weil ich dachte, ja, es war ja die Pre-Quali-Strecke, da gibt es keine Überraschung mehr. Bin dann heute mal eine Viertelstunde gefahren, heute Nachmittag irgendwann, und dann vorhin 10 Minuten vorm Quali auf Server gekommen und habe dann festgestellt, nein, das reichte nicht. Ja, ich denke, so ähnlich ging es dann den werten Teamkollegen auch. Und ja, ich muss erstmal ein großes Sorry loswerden an den Timo. Ja, irgendwie wollte mein schwer beladenes Auto da nicht so richtig bremsen. Also Du ich muss meinst nochmal, nochmal, wahrscheinlich Timo Wurps, ja? ja, genau. wir haben ja die journalistische Pflicht nachzufragen, Michael. Wir müssen ja knallhart, du weißt es ja, knallhart Ja, nachfragen. wisst Lassen ihr. dann nicht locker. Es ist also wirklich so, dass ihr alle sechs eine schwierige Phase hattet heute im ersten Lauf, beim ersten Rennen. Und kannst du mir eventuell sagen, warum Hannes Fledderer in der Quali nicht gefahren ist? Hannes ist gefahren, ist auch die ganze Runde gefahren, nur er hat halt in dieser Schikane einen Cut bekommen. Ah, okay. Gut. Deswegen wurde die Zeit da nicht genommen. Okay, aber nochmal zur Frage zurück. Also ihr wart wirklich, weil ihr wart ja so auch so gleichmäßig alle ab P9 positioniert. Also so Ja, weit weg von der Pole im zweiten Lauf. also ich glaube, großartig motiviert waren wir alle nicht, was natürlich auch zum sehr großen Teil an der Strecke liegt. Ja, es war einfach heute mal geschlossen, langsamer als sonst. Vielleicht hat das Setup diesmal nicht so optimal getroffen. Man hat ja gesehen, Gabriel stand auf Pole, hat das Rennen gewonnen mit dem Cruz, also am Auto lag es diesmal sicher nicht. Ja, so Tage gibt es halt auch mal. Okay, dann vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, kommen wir zu Marcel. Marcel, ich würde, ohne allzu genau kopfgerechnet zu haben, aber sagen, du hast den Eventsieg eingefahren, wieder mal, schon in dieser Saison. Ich denke, das ist auch, was die Tabellenführung angeht, für dich wieder ja, auf jeden Fall eine gute Ausgangsposition. Wie hast du die Rennen gesehen? Du bist ja im ersten Rennen wirklich super mitgefahren vorne, das war schon absolut top. Und dann im zweiten Rennen mit Bombenstart, den wir auch live dabei hatten, weil wir wissen, dass du es inzwischen kannst, nach all den Jahren Übung. Ich weiß, es lag am BMW.
Und bist dann kurz von Thomas Kiefer wirklich auch, der hat mit einem super Manöver, dem er kurz die Führung abgejagt, hast du dir aber dann zurückgeholt und den zweiten Lauf souverän gewonnen. Ich denke, die Rennen haben dir Spaß gemacht, oder? Guten Abend. Nee, haben mir nicht Spaß gemacht. Weil ich diese, ich darf mal sagen, weil ich diese verdammte scheiß Fackstrecke überhaupt hasse. Schon wenn ich das so sage, aber ist wirklich eine Scheißstrecke. Also ich hatte in Rennen 1 und Rennen 2 überhaupt keinen Spaß gehabt. Das war ja nur ein Rumgerutsche und ich weiß, wie der Norm das macht, aber der Norm, der hatte noch mega viel Reifen gehabt auf Hinterachse. Und ich bin anscheinend wohl zu blöd, um diese Strecke irgendwie erfolgreich mit mehr Gummi zu beenden. Deswegen waren hinten auf jeden Fall beide Rennen unter 50% und da war nur noch am Rumdriften und am Blockieren und Lenkung auf, Lenkung zu und Gas weg, Bremsen. War einfach nur, ja, ich meine, das war wohl heute doch irgendwie erfolgreich für mich, aber Spaßfaktor war irgendwie überhaupt nicht vorhanden. Das hat mich nur gequält, wenn ich bin. Das war einfach nur Mist heute. Ja, dann aber trotzdem zum höchstwahrscheinlichen Eventsieg einen herzlichen Glückwunsch von uns hier. Und ja, wie sich jetzt in der Gesamtwertung ausdrücken wird, das werden wir dann einfach sehen. Also das haben wir jetzt hier im Kopf sicherlich nicht überschlagen. Ja, danke Marcel, auch dir auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch ja nicht, also einen Gast, und das meinte ich ja gerade gar nicht so negativ, dass der Wernicke und der Bräutigam immer wieder hier sind, sondern eigentlich eher positiv. Das zeigt natürlich auch die gute Leistung. Allerdings haben wir heute einen Gast, der zwar auch von hier war, allerdings nicht so regelmäßig. Thomas Kiefer. Guten Abend, Thomas. Guten Abend. Thomas, das lief ja eigentlich am Anfang ganz gut. Wir haben dich hier auch sehr, sehr lobend erwähnt für dieses tolle Manöver neben Marcel oder an Marcel vorbei. Ja, dann konnte er sich zurück überholen und ich bin schon davon ausgegangen, dass er wieder zurück, weil du hast heute wirklich einen guten Speed gehabt. Ging da nicht mehr oder wolltest du dann den Marcel nicht mehr angreifen? Im zweiten Lauf besonders. Ja, also am Anfang war es so, dass ich nachdem ich an ihm vorbei war, habe ich gesehen, dass er, also jetzt direkt zu Beginn des Rennens, ja, so ein Zehntel vielleicht pro Runde hätte schneller sein können. Und ich habe auch noch im Rückspiegel die zwei, ich glaube, zwei Scirocco waren es, gesehen. Und da habe ich halt gedacht, okay, wenn ich ihn, sage ich mal, mit als ja, nicht unbedingt der härtesten Gegenwehr da so an mir vorbeifahren lasse, könnten wir eventuell dann beide uns ja ein bisschen Ärger ersparen gegen Rennende, falls die anderen zwei dann hätten aufschließen können. Und ja, das war aber irgendwie dann nicht der Fall. Die haben sich, glaube ich, da selbst ein bisschen behakt. Und ja, ich meine, wir fahren ja auch für dasselbe Team und der Marcel ist besser platziert in der Meisterschaft als ich. Und da habe ich dann am Ende halt, also ja, nicht unbedingt noch irgendwas Spektakuläres probieren wollen. Ja. Ja, ansonsten aber ein gutes Event für dich. Zufrieden? Und was ist denn deinem Bruder passiert? Ja, also für mich auf jeden Fall super Event. Gerade weil ich erst mein PC, ich hatte totale Probleme damit. Ich wurde mir gut dann auch direkt vorhin im Forum geholfen. Und ja, der war jetzt eine Woche lang irgendwie kaputt. Aber vorhin, also heute Nachmittag, habe ich ihn dann wieder zum Laufen bekommen. Und ja, hatte halt Glück, weil auch Estoril die Pre-Season-Strecke war und ich da halt mein Setup schon hatte. Und so weiter. Und ja, bei meinem Bruder war es halt so, dass der im Moment Klausurenphase hat an der Uni und im Prinzip den ganzen Tag nur am Lernen ist. Der ist auch vorhin erst gegen 7:30 nach Hause gekommen und dann eben direkt auf den Server. Und ja, wir haben es dann halt, also wir sind im Prinzip dann zusammen auf dem Server, aber irgendwie hat es bei ihm nicht so ganz gepasst. Es hat ihm, das Setup lag ihm irgendwie nicht so gut und ja, deswegen lief es bei mir dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Ja. Ja, auf jeden Fall danke, Thomas, vor allen Dingen für die offenen Worte, gerade, dass du da auch sagst, das war so ein bisschen taktisch natürlich auch, aus mehreren Perspektiven. Ja, ich bedanke mich natürlich auch wieder an alle unsere Gäste hier im Stream. Ich weiß nicht, hat sonst noch irgendjemand irgendwas zu sagen? Ansonsten würde ich das hier beenden. Hätte noch was zu sagen. Marcel. Ich wollte eigentlich schon sagen, vergessen. Und zwar, ich wollte einmal ein Lob aussprechen, sprich einmal was sagen, was so, was an meiner Meinung sehr, sehr selten vorkommt ist. Heutzutage, auch heute war ein Unfall mit Thomas Ettig heute, der ist mir leider mitten reingefahren, hat dadurch da ein, zwei Plätze verloren und da muss ich erstmal ein Lob aussprechen. Danke an Thomas Ettig, dass er mich Ende, also am Ende des Rennens nochmal vorbeigelassen hat, um meinen Platz nochmal wieder einzufahren. Das kommt hier anscheinend nicht so oft so vor und deswegen denke ich, dass das dann würdig, dass man sich mal da bedankt. Danke nochmal dafür. Ja, das hatten wir natürlich auch live drauf. Wir wussten nicht genau, wie du dich dann noch vorbeigekämpft hast an ihn. Also da auch, ja,
Schön, dass du es sagst. Schön für die Worte auf jeden Fall. Und ja, schön, wenn es da noch Fair Play gibt. Ich würde sagen, ich gebe das letzte Mikro nochmal an den Nils weiter hier in Estoril für heute und verabschiede mich auf jeden Fall schon mal bis in 14 Tagen. Ja, genau. Verabschieden möchte ich mich auch. Vielen Dank an die Protagonisten. Also ich muss sagen, dafür, dass alle so Schwierigkeiten hatten hier und eigentlich keinen Bock auf die Strecke hatten, waren es zwei super Rennen. Also ich kann allen nur empfehlen, auch allen Fahrern, schaut euch den Stream an. Das erste Rennen war die absolute Sahne. Das war absolut, also das absolut super. Marcel bestellen, Norman, allerbeste Grüße, super ersten Lauf. Also das war toll, was ihr da gezeigt habt. Und vielen Dank dafür. Und so kann es weitergehen und wir freuen uns auf das nächste Rennen in 14 Tagen. Bis dann. Ciao, ciao.